Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werde ich mich direkt zu Beginn mal entkleiden, und zwar komplett. Und den Umhang auch weg bitte. Und dann gehen wir mal eine Runde baden, denn die Jungs sind wieder da. Moin. Moin. Warte mal. Oh. Ich hab mein Horn nicht dabei. Ja, ich auch nicht, verdammt. Warte mal, habe ich hier noch irgendwo eins? Ja. Stimmt. Ja, du musstest außerdem ja auch deinen Charakter neu machen. Und ja, deswegen hast du jetzt deine ganzen alten Items nicht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, das Bett hast du schon mal für dich beansprucht. Aber ansonsten, keine Ahnung. Wir machen dir ansonsten noch so ein Horn der Feierlichkeiten. Das kriegen wir schon noch hin. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe mal nachgeguckt, eine ganze Weile her, dass ihr hier wart. Und es hat sich eine ganze Menge getan. Denn ich habe mal nachgesehen, Jannis, du warst das letzte Mal bei Folge 500 dabei. Und du, Raymond, alleine bei Folge 600. Und jetzt sind wir bei Folge 900. Das ist 300 Tage her. Das ist fast ein Jahr. Und wie ihr seht, hat sich hier einiges getan. Ich würde sagen, ich führe euch erstmal ein bisschen rum, wa? Ich habe nämlich auch tatsächlich natürlich für uns hier direkt, wenn wir hier am Chillen sind, habe ich mir gedacht, machen wir hier schön direkt nebenan uns erstmal eine Saufstelle. Und da habe ich eine große Kiste. Geil. Und die habe ich dann auch erstmal schön gefüllt. Habe ich mich nicht lumpen lassen. Ihr müsst die Kiste unten benutzen, ne? Das Fass selber ist nur zum Aussehen. Verdammt. Ja. Das habe ich. Mhm. Dann würde ich sagen. Tasty Meat. Das Sko! Ist gut. Sko! Nein, jetzt habe ich die Magie Meat getrunken. Ups. Ja, egal. Klicken einfach, wenn du das Ding hast. Nicht genommen? Wahrscheinlich nicht. Also. Oh, jawohl, let's go! Let's go! Sehr gut. Ja, und hier übrigens haben wir. Ich bin auch wieder. Schnuffi? Das ist Schnuffis Essen. Lass meinen Napf in Ruhe. Lass meinen Napf in Ruhe. Und hier übrigens habe ich eine Sauna gebaut. Da können wir auch mal kurz reingehen. Oh, Alter. Geil. Ja, und ich habe mir sogar Betten eingebaut. Oh, vorsichtig, oh. Du stirbst gleich. Die war zu heiß für mich. Und hier sind sogar Betten, da kann man sich sogar reinlegen. So. Oh, jetzt hast du die Trophäe aufgesammelt. Ah, schön schwitzen. Ja, und hier ist auch noch ein Bett, da kannst du dich hinlegen. Janice, wenn du es antargeten kannst. Die Leiche, die hier liegt. Wie krank. Was ist mit meinem Zwillingsbruder passiert? Ja, wo kann ich es targeten? Ja, ich weiß nicht, es ist schwer anzutargeten. Nee, ich stehe gerade drauf. Irgendwo hier muss es antargetbar sein. Ja, aber nee, stimmt. Ich kann es auch nicht antargeten. Doch, da! Hey, genau in der Ecke. Genau in der Ecke, hier unten rechts. Nein. Da, ach. Ja genau. Okay. Aber es kann leider nur einer beanspruchen. Also, oh, Ram, Jane ist bad. Oh. Ram kann es da leider nicht pennen. Alter, das ist das Geile hier. Ja, dachte ich mir auch, ne? Vor allem mit Glas und so. Oh. Ja, auf jeden Fall Sauna, dachte ich mir auch, ne? Jetzt können wir hier chillen und dann, ja, wenn wir fertig sind, dann schön abkühlen. Ne? Und den Met haben wir natürlich auch immer schön griffbereit. Ja, geil. Ansonsten, das hier hinten kennt ihr, glaube ich, auch schon, ne? Das ist ja das Drachennest. Das habe ich abgegradet, das sah mal anders aus. Und ja, hier ist für die Wölfis der Schlafplatz. Und das ist für die Hühners. No. Ja. Und ich habe hier diesen Balkon gebaut, der ist ganz neu. Den habe ich aber eigentlich gemacht, damit man eine Abkürzung hat. Aber die könnt ihr nicht nehmen, weil ihr habt gerade keinen Federumhang. Janice, hast du den Federumhang noch im Inventar? Müsstest du haben, oder? Ich glaube, 7. Warte mal. Ja, klick mal an. Genau. Ja. Und dann können wir nämlich eine Abkürzung nehmen und hier runter springen, wenn wir ins Portalraum wollen zum Beispiel. Ne? Aber ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal weiter. Wir können ja eine Etage runtergehen, denn auch hier hat sich was getan. Eine Etage weiter unten haben wir nämlich die Rüstkammer. Die habe ich jetzt auch erweitert, weil es gibt ja jetzt auch neue Rüstungen. Ne? Und Raymond, kommst du auch? Ah, ja, ich habe jetzt das nächste Problemchen hier mit der Version.
Das ist meine Maus, ist die ganze Zeit sichtbar und wenn ich jetzt nach links, dann geht's auf einen anderen Bildschirm rüber. Das ist Alter, was ist denn los mit deiner Valheim-Version? Ich hab keine Ahnung. Deinstallieren und neu installieren oder was? Ja, aber das würde jetzt... Nee. Ja, also weil du musst doch auch vernünftig zocken können, oder nicht? Weil sonst macht das ja keinen Spaß. Geht aber schnell, das ist nur ein Gigabyte oder so, oder? Ja, denke ich auch, weil so ist doch scheiße für dich. Und außerdem, ja, Rabbit hat auch das Problem, vielleicht für die Zuschauer, wenn er E drückt, öffnet sich die ganze Zeit diese, was war das, F3, ne? F2. Da, das hier öffnet sich immer, wenn er E drückt. Das ist ja übel nervig. Ne? Also von mir aus, beende kurz, neu starten, also nochmal neu installieren, oder? Dann machen wir hier kurz einen Cut. Ja, okay. Moment der Wahrheit und ich hab's immer noch. Okay, ja gut, dann scheiß drauf jetzt, oder? Ja. Ja, dann machen wir weiter, wa? Also wer, für die Zuschauer nochmal, wir haben jetzt gerade nochmal resettet und er hat zwar noch den Bug mit dem, dass wenn er E drückt, das hier aufkommt, aber dafür ist jetzt der Bug weg, dass die Maus nicht da drin ist, weil das ist ja wichtig für den Kampf auch, ne? Wenn wir mitten im Kampf sind und dann auf einmal deine Maus geht aus dem Bildschirm raus und dann stirbst du deswegen, das wäre sehr ärgerlich. Aber gut. Dann machen wir es halt so. Und wie ich gerade schon eingangs erwähnte, haben wir hier jetzt die neuen Rüstungen. Und wo wir gerade dabei sind, da ziehe ich auch meine mal an, denn ich habe eine neue. Die neue Magierrüstung. Und Raymond, das bedeutet für dich... Boah. Ja, und Raymond, das bedeutet für dich, du kriegst die alte, die hier. Die Feuerrobe. Den alten Scheiß haben, ja! Ja, und du, Jadis, wirst wahrscheinlich in den Nahkampf gehen und wirst unser Tank. Und deswegen ist alles, was bei Chitin ist, deins. Ihr könnt mal auf die Rüstung, auf den Rüstungsständer E drücken. Das ist nice. Genau, und dann geh mal rüber da und dann, genau, hast du alles eingesammelt. Und ich würde dir, Janus, die Klinge hier, diese blau leuchtende Klinge, Nebelbrecher empfehlen. Drück da mal E drauf. Aha. Und den dicken Hammer in der Mitte. Natürlich ebenfalls. Ui. Den kennst du vielleicht noch von letztem Mal. Und außerdem benutzen. Und außerdem den Chitin-Schild rechts hier. Der an der rechten Seite ist. Weil dann kannst du nämlich die, Schild, diese. Ach, geil. Ja, genau. Da kannst du nämlich die. Die würde ich sogar nebeneinander machen. Also Schwert auf die 1, das was du gerade hast, und den Schild auf die 2. Ja. Dann kannst du einfach 1, 2 drücken und du hast beides ausgerüstet sofort. Das ist smart. Jo, alles klar, habe ich. Und außerdem, hier vorne liegt noch der Bogen. Der ist auch für dich. Okay. Und du, Raymond, du hast jetzt die Armbrust genommen, musst du gar nicht. Umhang? Wenn du Magier bist, brauchst du das nicht. Bitte? Achso, du hast noch einen Umhang, stimmt. Ja, den Umhang kannst du wieder ranhängen. Ja. Ja. Okay. Genau. Und du, Raymond, kannst die Armbrust liegen lassen, du hast Feuerbälle. Also du brauchst keinen Fernkampf. Aber du, Janus, brauchst natürlich noch aber Pfeile. Aber den Umhang nehme ich mir mit. Chitin-Bolzen, Chitin-Pfeil. Ja, jetzt habe ich dir den, glaube ich, gegeben. Ich glaube, du hast den aufgenommen, Raul, aber ist doch egal. Den Was denn? Umhang. Ach, den Umhang, ja, den habe ich hier. Den packe ich hier in die Kiste. Ich glaube, ich... Ja. So. Alles klar. Nehme ich mir dann raus, weil ich habe ja keinen Federumhang. Ja, stimmt. Dann nimm du den. Ach, Herr, stimmt. Ich hätte auch hier war kein Federumhang an dem Rüstungsständer? Da müsste eigentlich einer gewesen sein. Okay, dann nicht. Ja, dann nimm du den raus. Hauptsache, ihr habt einen Federumhang. Das ist enorm wichtig. Wertvollster Gegenstand im Game. Und ihr seid ausgerüstet. Dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir dann mal noch eine weitere Etage nach unten. Obwohl, stimmt, Pfeile brauchst du noch, Janus. Sonst bringt dir dein Bogen nichts hier. Zieh. So. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal runter in den Portalraum. Was weiß ich, wenn du auf Mana bin? Bitte? Achso, das erkläre ich dir gleich. Wenn ich auf Mana bin, kann ich doch die Armbrust nehmen. Achso, das erkläre ich dir gleich. Das wird nicht passieren. Ja, den Portalraum kennt ihr wahrscheinlich noch. Was ihr wohl nicht kennt, ist das hier hinten. Ich habe ein Lootloch gemacht. Sodass wir, wenn wir wiederkommen, einfach nur hier hingehen müssen. Und dann schmeißen wir unseren ganzen Stuff einfach runter. Und dann ich ist bin so neugierig, ja! Ja, und dann ist es halt unten im Lager. Und da können wir jetzt auch hingehen. Ach ja, stimmt. Stopp. Bevor wir ins Lager gehen, habe ich das hier noch gemacht. Hier. Ich habe eine Sonde gebaut. Geil. Die funktioniert jetzt natürlich nicht, weil es gerade zu früh morgens ist. Aber auf jeden Fall, da habe ich am Anfang auch sehr viel rumexperimentiert mit, dass es so Uhr-Icons sind. Oder ich hatte erst digitale Uhrzeiten. Das war aber schwer zu lesen, deswegen habe ich jetzt Wörter genommen.
Und so können wir dann immer sehen, wie spät es ist. Richtig geil. Nicht. Ja. Die Hühner kennt ihr ja schon, glaube ich, ne? Plus die zweite, weil plus die erste habe ich aus Versehen umgebracht. Ja, das war keine Absicht. Einfach aber so. Ja, dann gehen wir mal ins Lager. Das sagen sie alle. Jo. Oh, krass, der Boden! Nice. Ja, ne? Nice. Für mich tatsächlich ist ja neu. Ja. Voll das habe ich noch nie gesehen. Und warte mal, kommt mal her zur Essenskiste. Geil. Denn Raymond, damit du Mana hast, musst du immer essen. Das ist wie mit Leben und Ausdauer, das sich erhöht. Hast du sozusagen auch immer null Mana und du musst eine bestimmte Nahrung essen, damit du das bekommst. Für dich sind deswegen die blauen Gabeln wichtig. Also ich persönlich zum Beispiel nehme Suchersülze und mariniertes Grüngemüse. Nimm das mal raus. Dann hast du zwei Magiefoods und ich empfehle dir dann noch ein weiteres Food. Wahrscheinlich wirst du Ausdauer nehmen, das mache ich nämlich auch. Dann nimm dir das beste Ausdauerfood auch noch raus. Das ist dann 100 Stamina, ne? Genau. Die Pastete, genau. So, und für dich, Janice, da mache ich es mal kurz und ich hole dir einfach die Sachen raus, die du brauchst, ne? Und zwar das, und... Ich gehe mal davon aus, du willst zwei Lebensfood und ein Ausdauerfood. Dann hast du mehr Life. Weil ja, du bist ja unser Tank. Safer, wenn ich auch noch tanke. Ja, genau. Dann ist das deine Nahrung. Supi. Die Ausdauernahrung könnt ihr theoretisch jetzt schon essen. Einfach damit ihr ein bisschen Ausdauer habt, ne? Ja, und stimmt, das Lager, ansonsten gibt es hier glaube ich soweit nichts Neues. Med ist natürlich auch wichtig, vor allem für dich, Raymond, also Janice, du brauchst nur einen Ausdauer und einen Lebenstrank. Wir Magier brauchen natürlich auch noch einen Mana-Trank. Da weiß ich nicht, ich würde mal einfach, ich verteile die einfach mal für euch. So, oh. Ausdauertränke hätte ich mal vorbereiten sollen. Oh oh. So und so. Und Mana-Trank brauchst du auch noch. Dann gebe ich dir mal davon auch nochmal 5. So. Hervorragend. Und dann hätten wir alles. Weil dort, wo wir hingehen, müssen wir nämlich auch gut vorbereitet sein. Aber ich wollte eigentlich erst noch mal den Rest zeigen, weil unten in dem Keller habe ich nämlich auch ein bisschen was umgeformt. Da sieht es jetzt auch neu aus, wie man sieht. Das sind nämlich neue Bauteile, die sind mit dem neuen Update dazu gekommen. Es gibt jetzt weißen Marmor. Edel. Ja, das sieht übelst aus wie die von Ruinen von Moria. Diese Zwergen, Moria-Dinger, oder? Ja, Mann. Voll geil. Ja, und ansonsten ist ja eigentlich nichts weiter neu. Ich habe hier, glaube ich, einen Med aufgesetzt. Der ist sogar fertig. Denn auch das brauchen wir, weil ich würde euch jetzt verkünden, wo wir hingehen. Wie ihr ja wisst, das Update, wo letztes Mal es so viel Trubel drum gab, war das Mistland Update. Ne? Also du, Rabbit, weißt, glaube ich, mehr Bescheid. Du, Janice, glaube ich, nicht. Es kam jetzt ein neues Update und das ist das Ashlands Update. Denn es gibt immer wieder sozusagen im Mittelfeld der Welt sind Biome sozusagen immer mal das und mal das. Aber der Südpol ist komplett Lavaland. Das sind die Aschenlande. Der Nordpol das Gegenteil, also da ist nur Eis. Den gibt es auch noch nicht. Aber im Südpol ist jetzt eine ganze Menge was los. Und das ist insofern gemein, weil die Sachen beim, also die Feinde bei den Ashlands sind noch schwerer als in den Mistlands. Wo wir jetzt also gleich hingehen werden, wird es wirklich kritisch. Und da habe ich auch schon eine ganze Menge neue Ressourcen geholt. Es gibt aber eine Sache, die mir noch fehlt. Und das werden wir heute machen. Ich habe dafür schon auch alles vorbereitet. Und ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir hauen uns sämtlichen Food rein. Ihr bekommt außerdem, weil wir in die Aschenlande gehen, jeder nochmal die. So. Das ist ein Feuerheilmet. Also Feuerresistenzmet. Der geht auch 10 Minuten lang. Also braucht ihr davon nicht so viele. Aber falls wir anfangen zu brennen, ne, sind wir deutlich geschützter. Die kennt ihr vielleicht auch noch vom Kampf gegen Yagluth. Da hatten wir die auch getrunken.
Und ich würde sagen, dann packen wir einfach mal alles rein. Ich gehe mal zu meiner Garderobe. So. Und so. Nehme die hier hin. Und übrigens, Ramit, es gibt noch einen neuen Stab. Aber ich bin nicht sonderlich überzeugt davon. Wenn du willst, kannst du den ja mal ausprobieren. Jetzt hast du alle 5 Stäbe, die es gibt. Nee, es gibt noch einen, aber den kann ich noch nicht craften. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter lang, sondern wollen wir mal einfach hingehen? Dann haut euch sämtliche 3 Food-Sachen rein. Und du, Raymond, wirst merken, dass du jetzt eine lilane Leiste hast. Ne? Gut, dann lass mich die Zauber kurz erklären. Das hier ist der Froststab. Das ist wie eine Pumpgun. Ja. Nahkampf. Mhm. Die streut enorm. Das heißt, auf weite Distanz ist der nicht so akkurat. Das ist der Feuerball. Der ist halt für Fernkampf. Dann gibt es den hier. Der ist sehr, sehr wertvoll. Den hast du auch gerade in der Hand. Das ist der Schildstab. Das ist Blutmagie. Wie du siehst, das macht bei allen Verbündeten das auch. Das ist sehr nützlich. Blutmagie kostet immer die Hälfte deines Lebens. Zusätzlich zum Mana. Ne? Und du hast außerdem noch den Schädel, der beschwört Untote. Ich glaube, bis zu 3 beschwören. Ja, genau, kenne ich noch von dir alles. Ja, und den Stab der Spaltung. Das ist sowas wie ein Feuerball, aber den kannst du hier drin nicht testen. Komm mal kurz hoch und dann kannst du einfach mal hier runterballern. Vielleicht hier draufstellen, sonst triffst du noch das hier. Aber da siehst du mal, wie der sich verhält. Das ist so eine Mischung aus... ja, vielleicht ein bisschen näher hier vorne, sonst siehst du nicht, was die machen. Ja doch, meine Vision ist weit genug. Aber okay. Ja, ich kann auch hier vorne nochmal hinballern. Ne, der macht halt solche Projektile. Oh, nice. Ein Mortar. Genau, richtig. Ja, also den kannst du gerne auch mitnehmen. Mich hat der nicht so überzeugt. Ich war bei Frost und Feuerball. Aber wenn du willst, keine Ahnung. Und diesen Schild, den wir machen, der gilt auch für Skelette, die du beschwörst. Die Skelette kosten allerdings immer 100 weiß. Mana. Ne? Und das ist natürlich entsprechend teuer. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und jetzt gut aufpassen. Ich würde euch erstmal alle möglichen Feinde zeigen, die jetzt auf uns zukommen werden. Weil einige sind wirklich stark, einige eher semi. Und es gibt bei jedem so eine Art eigene Strategie. Aber gar nicht so kompliziert. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Reiseportal. So. Epische Musik. Willkommen in den Ashlands. Und ihr seht schon, hier ist es sehr gefährlich. Und da hinten seht ihr so einen hohen grünen Strahl. Ach scheiße, ich hätte mal auf deine Karte gehen sollen. Ach so, stimmt. Ja, ansonsten geh zurück und hol die Karte kurz. Willst du die Karte anschauen? Also... Die Karte, alles was Raul entdeckt hat, wird für uns auch entdeckt. Genau. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal aktualisieren muss. Ich mach mal kurz. Stimmt, mir fällt gerade noch ein, wir brauchen noch ein paar Ressourcen. You copied. Gegangen sein. Warte mal, ich mach nochmal. Bei mir fliegt ihr gerade noch auf der Map hierher. Ja. Entdeckung aufzeichnen. So, jetzt ist er aktualisiert. Das könnt ihr nochmal. Ja. Okay. Und außerdem fiel mir gerade noch was ein. Ich muss nochmal kurz was holen. Okay, dann gehen wir schon mal wieder in Reise rein, ne? Ja. Und pass bloß auf, wenn da Feinde sind. Weil die sind wirklich strong. Kommst du gleich sagen, ja, ich hab den Boss übrigens schon getötet, ne? Nee, wir töten, fertig, ne? Wir töten tatsächlich nicht den Boss. Aber... Das war auch nur ein Meme. Ja, das wäre natürlich sehr beeindruckend, wenn ihr das trotzdem schafft. Ja, und genau das wird unser Ziel. Die Festung. Geil. Das Special dieses Mal, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne. Siege Special? Das spricht sich schlecht, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall belagern. Vor allem für einen Deutschen dann so, Siege? Wie jetzt? Ja, Siege spezial. Das hat Tim tatsächlich immer gesagt. Also es gibt ja Rainbow Six Siege. Ach so, und da hat er immer gesagt, ja, ich spiele jetzt dieses neue Rainbow Six Siege. Aber ist auch gemein. Winner! Warum haben die es nicht Winner genannt? Das wäre doch eindeutiger. Wollen wir erstmal ein paar Feinde uns vornehmen, damit ihr wisst, worauf wir uns einlassen? Kommt nachher erstmal her, weil wenn wir Energieschild machen, genau. Sehr gut. Dann machen wir das so. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal Richtung Festung. Und achtet auch darauf, es fliegen manchmal so kleine Feuerbällchen runter. Ich würde aber sagen, den Feuertrank müssen wir noch nicht trinken. Nur auf jeden Fall müssen wir hier immer zusammenbleiben. Das ist ganz wichtig.
Und normalerweise. Ich geh da mal hinten alleine hin. Ja, normalerweise ist nämlich auch das Problem, hier in den Ashlands, ich weiß nicht genau, da beschweren sich die anderen Spieler auch, ist die Gegnerdichte enorm erhöht. Enorm erhöht. Und das ist irgendwie ganz schön lästig. Scheiße, es wird gerade Nacht, wir hätten mal pennen gehen sollen. Ja, egal. Hier steht zum Beispiel ein Spawner, den habe ich schon zerstört. Und da ist zum Beispiel ein Krieger. Da kommt ein verkohlter Krieger. Es gibt drei Varianten von dem. Krieger ist, wie ihr seht, langsam und hat viel Life. Ne? Und es gibt noch solche, die sind eher flexibler unterwegs. Und es gibt Bogenschützen. Ja, zu dritt ist das ja mega easy. Sehr gut. Und ja, ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, hier werden viel mehr Feinde sein. Oh, ein Pilz. Die immer mitnehmen. Sehr gut. Und normalerweise geht man da auch über die Tore rein. Aber wenn ihr mal guckt, das Tor ist in der Lava. Und die Lava übrigens, es ist völlig egal, wie viel Leben ihr habt. Es ist völlig egal, ob ihr ein Schild habt. Es ist völlig egal. Sobald ihr Lava berührt, seid ihr instant tot. Okay? Nicht auf die Lava gehen. Oder reinschubsen lassen. Ich wollte das eigentlich gerade ausprobieren. Ich wollte eigentlich gerade. Ja, kannst du machen. Aber da wirst du sterben. Richtiges Netherland hier. Ja, schon. Ah, da ist ein Askwin. Diese Echse da hinten. Die haben so einen Charge, so ein Springen nach vorne. Das ist natürlich sehr gefährlich. Und ja, wie ich aber eingangs schon sagte, ihr seht, das Tor ist jetzt in der Lava. Das heißt, wir müssen sowieso anders in diese Festung rein. Und ich habe aber in den Kommentaren gelesen, man muss gar nicht durchs Tor rein, sondern man kann sich auch einfach rüberbauen. Und genau, Schillig. Das machen wir auch. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal hier zur Wand. Und ihr seht da oben diese... Also kein Belagerungsturm vorbereitet, Raul, das ist aber nachlässig. Nee, ich dachte, das machen wir zusammen. Hier da oben diese Armbrüste. Übrigens, ich habe gelesen... Oh, verkohlte Festung, die Musik kenne ich noch gar nicht. Und da oben seht ihr diese Armbrüste, die sich drehen. Die sollen wohl strong sein, Achtung, also gut aufpassen. Ich hab gepult. Vorsicht! Also das Bam. Eis, Junge, das nimmt einem auch ganz schön die Sicht, ne? Ja. Aber dafür drückt das richtig Damage rein. So, soll ich einfach mal bauen? Ja, das stimmt. Ja, Attacke. Let's go, wa? CC. Nicht lang schnacken. Attacke, Loki, unser Baumeister. Floki, so. Entschuldigung. Ja. Ach stimmt, und außerdem, ich habe hier meine Kapuze gar nicht auf. Die Kapuze erhöht deine Mana-Regeneration, ne, Raymond? Immer die Kapuze aufsetzen, wenn du kämpfst. Ja, die... Jo. Trage ich auch, also alles gut. Gut, und dann mache ich hier meine Treppe hoch. Ich halte uns den Rücken frei, Leute. Sie kamen von hinten. Die Armbrust hat sich bewegt, ne? Ja, meine ich doch. Die sollen wohl auch sehr gefährlich sein. Ach, die Nadeln. Die Nadeln hauen auch raus, ne? Musst du aufpassen. Stimmt. Bin ich gerade voll reingelatscht. Stimmt. Die auf die Nadeln aufpassen, da hast du recht. Das wusste ich auch nicht. Also, das ist neu für mich, ne? Ich hab noch nie belagert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß grob, was uns erwartet, aber nicht im Detail. Warte mal, ich muss hier kurz die letzte Treppe bauen. Wie baue ich die denn? Wir springen rein, auf einmal 1000 Feinde. Ich höre sie auch schon hier fauchen und so. Ja. Oder ist das nicht das Geräusch von Feinden? Oh doch, da sind sie ja. Auch, ich sehe sie schon. Oh ja, ich sehe sie. Wenn du hochspringst und runterziehst, dann siehst du die. Holy shit. Oh, ist das dunkel. Wollen wir kurz pennen gehen? Auch für die Aufnahme, dass sie besser ist? Weil man sieht ja gar nichts. Bei mir ist alles... Also ich sehe alles. Ich weiß warte mal. Das ist wahrscheinlich die Grafikeinstellung, ne? Dann mache ich Grafikeinstellung, die Helligkeit höher. Gibt's nicht. Achtung, Bogenschütze, der schießt... Oh. Ich kann die Helligkeit nicht einstellen, Digi. Ja, dann lass uns. Los, dann komm, wir gehen nochmal pennen. Pennen gehen. Weil dann ist auch die Spawnrate der Achtung, Gegner. Achtung, hier ist ein Viech. Wo denn? Ach so, ja, das ist nur ein Zucken da. Das ist sozusagen der Lowste von denen. Aber der ist auch dafür sehr agil. Oh mein Gott, das kommt und schmeißt mit Steinen. Richtig dreist. Der ist auf Englisch heißt jetzt Sharp Twitcher. Oh, da ist ein Morgan. Verkohlter Streamer. Der ist sehr gefährlich und den müssen wir killen, weil der hat auch richtig geilen Loot. Und der macht immer so einen Purzelbaum, der ist sehr, sehr agil, Vorsicht. Mist. So, schön Schaden reindrücken. Oh, Alter, zu dritt macht das so viel mehr Bock. Aber ich kann nicht, ich will jetzt für den... Nein! Der haut aber auch richtig raus. Ja, ja, wir kommen in den Ashlands. So, Janus, komm mal her. Wegen Schild.
Achso, ja. Pass auf, dass du nicht in die Lava steppst jetzt, ne? Ja. So. Immer Frost nehmen, Raymond. Das macht mit Abstand am meisten Damage. Ja, ich brauch grad ein bisschen Mana. Jo, jetzt haben wir ne. Komm, der ist sehr gut. Ja. Und den Loot schön mitnehmen. Sehr wertvoll. Ich hab ein Herz von dem bekommen. Ja. Das esse ich gleich für meine Blutmagie. Ist ja geil, wenn es dann erhöht wäre. So durch Food. Kannst du so Skills erhöhen, das wäre eigentlich nice. Gibt's bisher noch nicht. Ja, vor allem ich krieg die ganze Zeit jetzt Level, ne, weil ich habe ja noch nie Magie benutzt. Stimmt. Aber das bedeutet auch, dass du noch keinen extra Schaden machst, quasi. Aber ist ja auch völlig egal. Also die Stäbe sind auch so stark, ne? Die Fähigkeiten haben schon irgendwo einen Impact auf den Schaden, den du dann austeilst, aber der Unterschied ist jetzt auch nicht so groß. Viel wichtiger ist die Ausrüstung, die du trägst. Ach ja, und es gibt jetzt auch Lavalampen. Die sind auch von den Ashlands. Sieht ganz geil aus, ne? Ja. Vor allem dem Game, Alter. Ja. Ja, einfach, da ist ja wirklich Lava drin. Ja, ne? Vor allem sieht auch so metallisch aus. Sieht so übelst, so auf einmal übelst Sci-Fi-mäßig so, hä? So, gute Nacht. Ja, nicht Sci-Fi, einfach magisch. Ja, ich weiß. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Kannst ja, das ist ja immer das, wenn dann so die, wenn dann so angefangen wird rumzudiskutieren. Nein, du hast Magie, da brauchst du nichts diskutieren. Du hast ja, ja, Magie. Eben. Wie unrealistisch, Digga, es gibt Magie. Ja. Das ist einfach das Totschlagargument, weil rein theoretisch kannst du damit dann ja alles erklären. So. Ja, genau. Ja, oder auch so Science-Fiction. So, und dann so, hä, Lichtgeschwindigkeit, über Lichtgeschwindigkeit kann man gar nicht fliegen. So, hä, ja, na klar, die haben halt eine Technologie, mit der es eben doch geht. Ja. Weißt du, so Raumkrümmung und so. Lass mich nicht ein. Nee, nein, man, dann kann ich schneller sein als Lichtgeschwindigkeit. Dann mach ich Stopp. Ja, was soll das denn? Wieso denken, dass es immer alles so eine Doku ist? Ja, ja. Ach ja, hier, Lootloch, ne? Da könnt ihr den Scheiß immer runterschmeißen, hier das Herz und so. Schön weg damit. Du kannst auch Shift drücken und einfach einfach links klicken. Dann schmeißt du auch weg. So, und dann würde ich sagen, belagern wir mal los. Rein! Rein! Ihr seht diese Konstruktionen, die so rot leuchten, das sind Spawner. Wie ihr euch schon vorstellen könnt, haben die natürlich Priorität. Weil es bringt uns überhaupt nichts, die ganzen Feinde zu killen, wenn sie die ganze Zeit einfach instant wieder nachspawnen, ne? Macht ja Sinn. Das stimmt. Das heißt, natürlich machen wir die Spawner zuerst. Und das ist für dich, Janice, ganz entspannt. Weil das machen Rabbit und ich schön mit Feuerbällen. Scheiße, sie sind auf den Zinnen. Und ich guck zu, wie die brennen. Hier ist so ein Lava-Blob. Ja, der explodiert, auch wenn er stirbt. Also ob du ihn tötest oder... wenn er neben dir landet, dann jagt er sich selber in die Luft. So oder so wird er explodieren, also Vorsicht. Wo seid ihr? So. Seid ihr und sein Loot ist geil. Den Loot und, er macht ein bisschen vom Boden weg, oder? Genau, ja, die machen jetzt Krater. Voll geil. Ja. Ah, okay. So, let's go, wa? Und wie ihr seht, die sind oben auf den Zinnen unterwegs. Das heißt, wir müssen uns erstmal die Zinnen erobern. Und ich mach das hier mal weg. Warte mal. Doink, doink, doink. Ja, weil dann müssen wir ja nicht immer über die Dinger drüber jumpen, das ist doch nervig. So. Sie haben uns auf jeden Fall schon bemerkt, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. So, da kommen sie. Gott, Ement! Da kommen sie. Was ist das denn? Das Grüne da. What the fuck? Was geht da denn ab? Oh, Feuerball macht aber dick. Wow. Das ist ja geil. Wow, was ist denn das? Alter, ich brenne. Tot. Kacke. Was ist das für ein grünes Licht? Das hat mich instant gekillt. Oh, okay. Da ist ein Magier. Ah, da ist ein Magier, das wusste ich nicht. Neuer Feind, okay. Oh, diese grünen Lichter, vor denen müssen wir aufpassen. Ich glaube, ich habe einen Disconnect. Ah, nee, okay. Ihr seid beide tot, oder was? Ja. Waren die Mobs gerade. Das Feuer ist direkt neben mir entstanden. Jane ist kurz hier stehen bleiben wegen Ausruhen. Stell dich mal hier auf den Goldhaufen. Dann hast du Gemütlichkeit 19. Ja, ein Warlock, Raul. Da ist ein Warlock. Der macht das. Alles klar, okay. Kannte ich noch nicht.
Vor allem, der hat dieses Ding genau neben uns platziert. Ich hatte gar keine Chance. Aber Feuertrank trinken, ne? Raymond, kannst du uns vielleicht eskortieren? Ach so, ja. Und Janice, geh mal kurz mit nach unten. Ihr Leben wieder, oder nicht? Und hau dir so ein Ausdauerfood rein, so eine Pastete. Dann hast du immerhin Ausdauer. Oh ja. Und dann gehen wir zurück und lassen uns von Raymond kurz eskortieren. Ja, warte, ich hab den Warlock hier gleich. Crazy. Ging das schnell. Ja. Ja, neuer Feind. Willkommen in den Ashlands, Alter. Oh, endlich ist es hell. Ein Warlock ist down. Ja. Oh ja. Okay, der Weg ist frei. Ich kann nackt hier rumlaufen, Mann. Ja, ne? Ja, gut. In der lebensfeindlichen Umgebung. Muss einfach ein Feind kommen und uns einmal treffen und wir sind down. Safe. Scheiße, die Stacheln. Oh Mann. Bei den Stacheln auffassen. Warte, die können uns umbringen. Schild. Ja. Schild. Achtung, hinter euch ein Viech. Weg da. Weg da. Oh. Ein Asquin auch noch. Vorsicht, der charge uns einmal an und, das war, und dann war's das. Okay, Raymond kümmert sich drum. Vorsichtig, der macht richtig Damage. Ich hole mir mal kurz meine Sachen und kämpfe mit. Schnell. Zack. Und tschüss. Ah, sie treffen mich. Nein. Das war knapp. Wie will ich denn da hin, Alter? Egal, ich wollte erstmal noch. Ja. Mach erstmal den Typen da kalt. Ja, den Asquin. Ich zieh kurz Klamotten an, ich beeil mich. Warum brennt der? Weil er durchs Feuer gelaufen ist. Brennt. Es gibt jetzt Flammen, diese kleinen Flammen. Der Idiot. Und pass bloß auf, hier ist eine Lavapfütze. Nicht reingehen. Sehr gut. Und sein Loot ist sehr wertvoll. Loot tut gut. So. Gut, Janice. Vielleicht die, wir hätten die Treppe vielleicht von hier bauen sollen, oder? Hier. Dann hätte man nicht immer an den Stacheln vorbei gemusst. Von wo? Das sind doch überall Stacheln. Nee. Nicht parallel zur Wand, sondern vertikal dran. Ja, kann ich machen. Achtung, Janice, da ist ein Streamer hinter dir. Warte, jetzt. Hab ich jetzt die Sachen? Boah, Fackel, Vogel. Ich muss hier weg, Alter. Weg. Da. Oh, ich muss kurz auf Mana weg warten. Ist das da hinten eigentlich ein Spawner? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ja, ist kaputt gegangen? Nee, ist noch da. Ist noch da, ja. Das ja, da hinten meinst du, das ist ein Spawner zu sein. Da, Alter, Vorsicht. Trink bloß den Feuertrank, hast du schon. Und Janice, ich glaube, du kannst herkommen. So, verkohlter Hexer, stirb. Ich hab jetzt meine Sachen schon, ich bin eben schon. Spawner ist im Arsch. Hast deine Sachen schon, sehr gut. Holz ist zusammengebrochen. Ja, und der Hexer ist gleich vorne links ist auch ein Spawner. Aber ich muss erstmal fooden jetzt. So, Hexer tot. Der Spawner scheint auch im Arsch zu sein. Und warte mal, stopp, ich geh mal kurz hier nochmal weg, weil die Stacheln sind echt nervig. Ich mach das mal, geh mal weg da. Ja. René? Jo, ich bin weg. Ich mach mal so, und wenn man jetzt hier hoch geht, sehr gut. Ja, so ist das besser. Jetzt trifft man die Stacheln nicht mehr. So, und da sind schön alle auf einer Stelle. Oh, die Armbrust, Stelle. Die Armbrust, oh mein Gott. Brauchen wir den Feuertrank jetzt noch, oder nicht? Ja, baller den mal lieber rein, weil du siehst ja, dass die hier mit Feuerbällen um sich werfen. Alter, wie viele Feinde sind denn da drin, holy shit. Ja, Kühlschmarrn. Vor allem der Scharfschütze mit Stern, Alter. Stirb endlich. Weg ist er. So. Oh, hier ist ein beschworener Zucken da. Der ist grün. Okay, da sind sehr viele auf einem Haufen. Feuerball. Und noch ein Feuerball. Der Feuerball ist der Friendly Fire? Nö. Nee, du kannst uns keinen Schaden machen. Okay, dann schon. Also, Friendly Fire heißt verkohltes Zahnrad. Ich kann einen Katapult bauen. Ein neues Item. Aber was ist hier eigentlich los? Ist der Spawner kaputt? Ja. Das heißt, wenn wir die Feinde zwei hier killen... Spawner waren hier, die... Wenn die Feinde zwei hier tot Spawner habe ich gesehen, die sind beide kaputt. Gut. Ich weiß nicht, ob hinter dem Turm noch einer ist. Nichts mehr.
Ja, ich hab dir Schild gegeben. Scheint keiner zu sein. Lass uns zusammenbleiben. Ich weiß nicht, ob die trotzdem unendlich nachspawnen, ne? Das kann auch sein. Vorsicht! Hau ab, Jadis! Ja, viele jetzt. Sehr gut. Zahnrad. War cool, das Zahnrad. Oh, nein, das war die 4. Auf. Oh, Jadis. Oh. Zack! Okay. Ah. Trink einen Trank, einen Heiltrank. Ich mach noch um die andere Armbrust. Janis, trink einen Heiltrank. Schnell, schnell, kann. Sonst stirbst du noch. Gut. Pack ihn am besten auf die 8, deinen Heiltrank. Den braunen. Ich glaube schon. Hier ist irgendwo noch ein Warlock. Ja, ja. Hallo, jo. Schatz. Oben auf dem Turm ist ein Warlock. Ah, wollen wir mal reingehen? Und dann einfach mal nach oben kämpfen? Oder nee. Oh, nein. Jetzt auch nicht, Blutstein! Ja! Ich habe endlich einen Blutstein gefunden. Das ist einer der neuen Gegenstände. Oh, geil. Geil, geil, geil. Ich kann jetzt endlich den letzten Kram bauen. Was ist denn hier los? Komm nicht rein. Ah, hier brauchen wir den Rambock. Ja, hier brauchen wir einen Rambock. Ich guck mal kurz, dafür brauchen wir Flammenkern, Ascheholz, Sotlingskern und eine Werkbank. Ich hol das mal alles. Achtung, da unten ist ein Viech, das macht gerade die Werkbank kaputt. Ja, haltet mal die Stellung, ich lauf kurz ins Lager und hol alles, was wir für den Rambock brauchen. Oh, hier ist ein Askel mit Stern. Den muss ich kurz zu euch bringen, könnt ihr euch um den kümmern? Der Warlock schießt mit Viechern. Reißt. Ja, dieses grüne Viech ist gerade vom Turm hierher geflogen. Könnt ihr mir ja helfen? Ja, ich bombardiere schon fleißig. Sehr gut. Dann kümmert ihr euch um den, während ich die Sachen hole, ne? Pass bloß auf, der hat einen Stern, Janis. Der ist übertrieben strong. Da ist ein Bogenschütze, Janis, da hinten noch, pass auf. Oh, ich bin runtergefallen, das ist nicht gut. Ach, da. Sie. Dann gehe ich vielleicht. Ne, der verpisst sich, alles klar. Oh Gott, da sind noch zwei. Oh mein Gott. Ja, das ist scheiße. Komm, genau. Komm auf die Mauer, komm auf die Mauer. Oh mein Gott, die kaputt. Haben. Was? Die haben die Tür kaputt gemacht. Treppe kaputt gemacht. Ja, jetzt? Nein! The Fogen, Alter. Scheiße, ja. Es gibt auch die seitliche, ne? Ne, jetzt sind beide im Arsch. Janis, okay, komm, okay, wir ziehen uns zurück zum Portal. Wir müssen weg, Alter. Da hinten ist ein Bogen. Oh ne, der Bogenschütze. Willkommen in den Ashlands. Ja, dreist. Oh Mann. Ja, die Ashlands sind sehr dreist, das stimmt. Argus. Oh mein Gott. Der macht eine Pumpy, der macht einen Pumpy-Shot. Was ist das denn für einer? Egal, einfach nur weg. Scheiß mal auf die Scheiße. Nicht, dass wir jetzt nicht, die dürfen Scheiße. Das Portal nicht kaputt machen. Achso, dann haben wir ein Problem. Dann komme ich nicht mehr zu euch. Und ihr habt keinen Hammer. Also nicht zu dicht an die. Was? Die machen ja auch, den Fels kaputt, Alter. Ja, verrückt machen sind sie. Die denn, ey. Ja. Ja, shit, das ist natürlich ein bisschen. Oh mein Gott, da hinten ist noch ein Viech. Schafft ihr die Kontrolle oder werdet ihr überrannt? Warte mal. Wir werden überrannt. Das kann schnell mal passieren. Ja, der ist weg. Der ist auf einmal weg. Dieser Dicke. Nee, die laufen mit dem Stern. Laufen mir gerade alle hinterher. Nee, der läuft mir hinterher. Ja, aber ich habe den gerade noch angegriffen, dann war er weg und jetzt ist er bei dir. Dann war es Buggy. Stimmt, der ist wirklich bei dir. Ausdauertrank regelt. Lauf! Ein Charred Warrior. Ja, komm, schlag doch zu jetzt! Sonst kann ich meine Dodge Roll doch gar nicht timen. Also jetzt hätte ich gerne irgendwas, womit ich zuschlagen kann. So, wieder am Start mit Nüssen. Oh.
Beste. Oh mein Gott, mein Ausdauer-Food. Okay, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr seid noch am Leben. Sneak. Er hat mich in die Lava geschubst. Oh nein. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Alles gut, das war ja Dump von mir. Ja, aber dass ich jetzt eben gerade nicht da war, weil dann hätten wir das vielleicht wuppen können. Das Ding ist ja, wenn ich jetzt reinsteppe, dann... Ja, ich bin da. Ich eskortiere dich, komm. Bist du mitten in der Lava oder bist du am Ufer der Lava? Deine Leiche. Also die ist schon recht weit reingestoßen worden. Gut. Ich hoffe mal, dass der Stein am Rand der Lava spawnt. Gut, hier, warte. Ich nehme 2 Basaltbomben mit, die brauchen wir dann. Und dann gehen wir mal kurz los und wir gehen durch. Machen die Lava weg oder was? Nee, die machen so eine Plattform. Immer zusammenbleiben. Und kommt mal zu mir wegen Schild. So. Und wo ist deine Leiche? Da hinten. Oh ja, die ist sehr weit in der Lava. In der Lava. Guck mal, er kämmt auch, dieser kleine Sack. Eine feige Sau. Zieht euch! Ah, der darf hier nicht hoch. So. Wir müssen ihn weglocken. Der darf das Portal nicht kaputt machen. Wieder. Ja. Och, da kommt noch ein Ass. Achso, das ist der. Ich wollte gerade sagen. Der kommt immer wieder. Hey, nee, da ist noch ein anderer. Das ist ein zweiter, oder? Auch ja, mit dem Stern? Voll. Ja. Ach, du Scheiße. Ja. Aber der ist jetzt gleich down, ey. Komm. Ach, kacke, ich hätte das Fußball. Vorsicht, nein! Vorsicht! Nein! Oh Mann, ich hatte gesagt, Vorsicht! Ja, egal. Lass mal wieder reinkommen. Ja, alles gut. Die Ashlands sind auch nicht leicht. Also, bei mir ist es gerade laggy. Wo bist du, Raymond? Da. Ich habe hier Basaltbomben und würde die mal für dich platzieren. Du musst gleich Jump and Run machen. So, komm her. Kommst du da dran? Oder brauchst du noch eine? Nee, ich brauch noch eine. Sehr gut. Und jetzt spring schnell wieder runter. Die sind nämlich nicht ewig da. Sehr gut. Perfekt. Hier ist Loot. Der tut mir gut. Und außerdem gebe ich euch mal, damit wir nicht das gleiche Debakel haben wie eben. Du kriegst einen Hammer. Und du, Jane, ist auch. Dann zur Not habt ihr einen Hammer. Oh, ich habe jetzt durch den Hammer ploppen jetzt wahrscheinlich 17 Minuten lang Rezepte auf. Oh, ach ja, scheiße, da hab ich gar nicht gedacht. Das wird bei dir jetzt wahrscheinlich auch passieren. Oh, nee. Ah nee, Jadis, du hast ja schon gebaut. Du hast ja das Floatland gebaut. Ja, das stimmt. Also die fliegenden Inseln. Ich hatte auch vorhin schon mal einen Hammer, aber es poppt trotzdem wieder ganz viel auf. Na gut. Aber ja, weil du neue Ressourcen jetzt auch bekommst. Ach ja, stimmt, klar. Sie. So. Alles klar. Immerhin wissen wir jetzt Bescheid. Es tut mir leid, das war natürlich, ne, ich wollte mich ja auch nicht spoilern lassen und alles die ganze Zeit so, ne? Ich weiß nicht genau, was wir machen und so, sondern gut. Ein bisschen Try and Error und aber wir haben es ja jetzt und wir müssen die Treppen mal kurz hier wieder hinbauen. Dann tue ich das auch. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Wird schon wieder Nacht, echt jetzt. Ich hab keinen Mana. Boah, ich burne ja schon wieder, ey. Nervt doch nur. Achtung, der lebt noch. Oh, oh. No. Stimmt, da ist okay. Noch was dran. Treppe ist wieder gebaut, soll ich die mal doppelt bauen? Ja, ne? Also dadurch, dass wir die Spawner haben, ist jetzt hier drin wenigstens schön leer. Also. Ja, aber oben ist ja immer noch der Warlock, meinst du, ne? Ist der da noch? Der steht da noch, wartet hinter der Ecke. Aha. Ja, damit wir ihn schön steht nicht da noch. Warte mal, doch, er kriegt Schaden. Ja, der kriegt da, kommt eine 3.3 immer hoch. Hast du ihn getötet? Jetzt bin ich hier runtergefallen. Nee, da ist er noch. Nee, da ist er noch. Aber ich würde sagen, wir bauen hier mal den Rambock hin, wa? Das war ein direkter Hit. Ja, er ist unten. Ui. Der direkte Hit hat ihn runtergeholt. Wo ist er? Da ist er. Ah, oh, Vorsicht, der macht wieder diesen grünen. Er beschwört.
Was macht das überhaupt? Das macht Feuerschaden. Übelst brutalen. Krass. So. Ausweichen, vorsichtig, nicht in die grüne Flamme rennen, Janus. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, ich baue mal das Ding. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Oh, er brennt. Oh, oh. Das war jetzt nicht so gut. Ich bringe Nachrichten. Der Rabe sagt was. Hugin. Die feindliche Festung besteht aus stabilem Material. Du wirst solche Maschinen brauchen, wenn du ihre Mauern durchbrechen willst. Nö, wollen wir nicht. Ich will dieses Tor hier durchbrechen. Nicht in der richtigen Position. Wo ist denn die richtige Position? Add Wood? Wieso kann man vorne Wood adden? Ich steuere ihn jetzt. Muss ich jetzt so hingehen? Nee, ich glaube nicht, oder? Oder doch? Man muss auf jeden Fall Wood adden. Also du kannst, wie gesagt, hinten Holzbein. Genau, ja, deswegen habe ich Holz mitgenommen. Warte ich dich, ich weiß nicht, was das Ding macht. Und jetzt? Aber, ja. Attacke, jetzt rein da und dann rammst du damit das Ding. Aber wie rum? Also, dann bin ich ja falsch rum, oder? Nee. Guck, er schießt jetzt richtig. So. Ja, nein, du drehst ihn jetzt. Genau. Ach so, Alter. Krasses Teil. 600, Alter. Okay. Ah, das war's. Ui. Das war's. Dann sind wir. Das. Cooler sehr Scheiß, gut, und hier ist der Obershit drin. Die Smaragdflamme, ja, die habe ich schon. Oh, ein anderer Spot. Und hier haben wir eine Kiste, die können wir bestimmt zerstören. Blutstein. Glockenfragment. Das brauchen wir für den Boss, das ist der neue Boss-Spawn. Und verkohlte Truhe. Oh, da. Und die Location vom Boss haben wir bekommen. Iolit. Ganz dies weit weg. Juwel reflektierte Letzter stark, stammt das Licht aus dem Stein selbst. Neues Item. Oh ja. Und noch ein Rubin. Sehr gut. Warte mal, ich mach mal so und so. Und das war's. Ah, hier sind noch diese Kugeln, diese geschmolzenen Kerne. Die kann ich nicht mehr mitnehmen. Kann jemand von euch mitnehmen? Oder warte, wir machen mal so. So. Ja, ich kann die mitnehmen. Sehr gut. Ja. Und ansonsten bloß kein Loot zurücklassen. Das war's, ne? Munin. Kra! Hier ruhen traurige Erinnerungen. Ein schwaches Echo im Wind. Einst läuteten diese Glocken zur Feier seines Ablebens. Doch nun kann er weder ihren Ton noch die Erinnerung daran ertragen. Wenn du ihn zurückbringen willst, verleihe ihm wieder eine Stimme. Achso, sorry. Bitte? Dann kommst du hier eigentlich auch durch? Durch die Tür? Ja, aber da ist noch Lava auf mit der anderen Seite. Aber da könnte man durch, ja. Okay. Stimmt. Aber ich würde sagen, wir reißen das Ding mal wieder ab, ne? Und transportieren hier, mach doch hier noch ein Loch in die Wand. Mach doch noch ein Loch in die Wand hier. Oder das, ja. Ey, das wäre geil. Ja, so geht's natürlich auch. Ja, viel besser als das andere. Obwohl, warte, nee, ist überhaupt nicht besser. Dann kommen die, schwärmen die ja alle aus. Ja, aber du kannst ja trotzdem oben drauf, da kommen die ja nicht hin. Ja, okay, reicht schon. Muss E drücken. Also ihn angucken nee, und E drücken. Ich nehm die mit. So auch. Geil. Kann das Ding nicht abreißen. Ja. Müssen wir es wahrscheinlich hiermit abreißen. Oder mit Feuerball. Ja, da könnt ihr mir mal helfen, das Ding zu zerstören. Ich glaube nicht. Oh, hast nicht bitte gesagt. Hier kommt ein Warrior. Ja. Ist verprügelt. Der wollte dir helfen, Aua. So, Loot. Zerlegt. So, kaputt gemacht. Warte mal, was ist mit dem anderen Loot? Ich habe auch ganz viel Stuff gerade wieder aufgenommen. Gut, Hauptsache wir haben's. Das ist das Wichtigste. Gut, ja, dann können wir hier raus und dann zum nächsten Spot, oder? Sag mal. Lässt du unsere Workbench in Ruhe? Die Kiste nicht abbauen und mitnehmen? Kann man das? Also die Kiste. Blitzert so, kann man die nicht benutzen? Die Kiste kannst du vielleicht kaputt machen, aber das kommt bestimmt nur Ascheholz raus. Verkohlter Knochen. Ja, nö. Geil.
Gut, ja, dann reißen wir mal hier diese Sachen ab. Die müssen wir auch mitnehmen. Ich mach mal so, so. So. Und die hier unten weg. Dann müsst ihr alles einkrachen. Wollt direkt einen Hit und dann bleibt er einfach stehen, der Sack. Ach nee, Stein brauche ich. Das brauche ich nicht. So. Achso, die Treppen waren doch aber eigentlich nice für. Achso, hier wird jetzt eh nicht mehr gefightet. Ja, ja, okay. Eben. Die ist jetzt abgefarmt. Ich würde mal das hier rüberschmeißen, damit sich das stackt. Dann kann ich nämlich das hier mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück, denn es gibt hier noch eine zweite Festung in der Nähe. Da will ich gleich weitergehen mit euch. Aber wie ihr seht, es ist Nacht geworden. Lass mal pennen gehen, wa? Und den ganzen Loot erstmal saven. Das war doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr erfolgreich. Und ich hoffe, wir haben jetzt auch alle Items, die wir brauchen. 20. Ja, ich glaube schon. So, und falls wir 2 Sterne Askwind finden, müssen wir ihn tamen. Das tut mir leid. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Nur, wenn wir die Chance bekommen, müssen wir sie, ne, müssen wir die auf jeden Fall nutzen. Schopfe packen. Genau. Vorsicht, Askwind! Oh mein Gott! Vorsicht! Der schleudert bei mir, ist einfach reingeploppt bei mir gerade. Ja, und der schleudert euch auch in Lava. Deswegen immer schön ins Innere gehen. Ah, ist ein bisschen laggy bei mir gerade. Warte, Janice. Also, ja, sie. Nicht vom Spielfluss, sondern von den Positionen der Gegner. Ja, ja. Dito, das ist bei mir manchmal auch glitchy. Und es lohnt sich übrigens beim Askwind auch im Kreis zu rennen. Da kommt er gar nicht mit zurecht, weil er sich da permanent dreht. Sehr gut. Und dann hier den Loot noch. Kann nichts mehr nehmen. Ich auch nicht. Warte mal, dann schmeiß ich mal einen Moment. Hat jemand von euch zufällig Stein dabei? Oder die hier habt ihr bestimmt. Ah, so geht's. So, wir haben alles. Alles klar, dann nichts wie weg hier. Und eine Runde pennen gelegt. Ist das schlimm, wenn man jetzt nicht mehr pennen kann? Nö, ist überhaupt nicht schlimm. Also, Hauptsache es ist hell. Und Hauptsache wir sind 26 Minuten gut ausgeruht. Das ist das Wichtigste. Voll Rabbit hat sich vorher schlafen gelegt, deswegen liegt er jetzt noch, obwohl man eigentlich gerade gar nicht schlafen kann. Man kann einfach den ganzen Tag durchpennen. Ja. Aber wir wollten doch noch die Festungen belagern. Ja. Mach das ohne mich. Sie ist ein Game kaufen und dann nicht zocken, sondern gammeln. Sogar im Game gammeln. Wie geht das dann noch hoch? Ja, so faul sein, dass man sogar im Game faul ist. Hä? Das ist keine Bewegung, die man machen muss. Zu anstrengend. Ja. Kleinen Finger bewegen. Ja. Ich könnte jetzt den Finger bewegen. Reicht oder wieder. Nicht. Dann entscheide ich mich doch jetzt nicht zu tun. Ja, ich habe doch schon Sport gemacht. Ich habe ganz viel WASD und Leertaste gedrückt. Du weißt, wie viel Kalorien das verbrennt. Ein Scheiß an Kalorien. Dann verbraucht ja der Denkprozess beim Reaktionsspiel mehr Energie als das Drücken der Taste selbst. Weißt du, wie viel Energie das braucht, Futter? Das hier? Auf jeden Fall also eine Menge. An Kalorienverbrauch? Aber ich hab mal eine Faustformel gehört. Man kann es natürlich nicht genau sagen, aber es sind etwa 20-30% des kompletten Energiebedarfs des Körpers. Also Viertel bis Drittel. Krass. Ja, das ist eine Hausnummer auf jeden Fall. Aber macht ja auch Sinn. Ne? Diese komplexen Prozesse, die da drin ablaufen, klar. Die nie stoppen dürfen und so, ne? Sonst bist du tot. Und da ist sowas wie Motorik. Also einen Stuhl anheben, ein Scheiß gegen im Vergleich. Ne? Vom Energieverbrauch. Jetzt vergeht wahrscheinlich so viel Zeit, dass wir gleich wieder pennen gehen können. Aber ist ja gar ist nicht so geil, dann schaffe ich es auch nochmal ins Bett. Ich bat noch eine Runde, so viel Zeit muss sein. Stimmt. Und Met gönnen. Hier, schön köstlichen Met. Können wir denn da auch sonst hin? Ja. So. Da ist da jetzt alles da. Klamotten aus. Met. Das Bad. Ja. Wieso bin ich denn so down? Und guck denn nach unten? Weil du überladen bist. Ah, okay. Dann muss ich erstmal alles wegpfeffern.
Kann ich auch nochmal schnell. Aber wie kannst du überladen sein? Kann ich nicht mehr springen? Nee, wenn du überladen bist, kannst du nicht springen. Schmeiß mal einen Stack. Oh nein! Schmeiß mal einen Stack weg, irgendwas. Ach so, ich bin auch überladen, weil wir den Gürtel ausgezogen haben. Den Gürtel sollten wir anbehalten. Okay, fail. Let's go! Ach, da kommt gar kein Effekt. Cool. Der isst das einfach nur. War noch köstlicher Weg. Ich hab einfach die Hälfte davon ins Wasser. Ja. Ja. Soll das. Saufen so, sorry, Schwein. Das hat ein bisschen gedauert. Dann, sorry, lass uns weitermachen. Ja, kein Ding. Können wir mittlerweile pennen gehen wieder? Nö. Aber, ich weiß nicht, also, ich glaube, der Tag ist jetzt schon halb vorbei. Die Sonnenuhr funktioniert leider nicht bei Regen. Aber, keine Ahnung. Ah, draußen übelst am Sturm und wir sitzen hier schön am warmen Feuer. X. Chillig. So, Klamotten wieder an. Wollen wir im Sitzen. Das geht. Das ist so übelst unbequem, so übelst ja. Unbequem. Ja. Selbstverständlich. Sehr gut. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, wollen wir weitermachen? Oder wollen wir warten, bis wir padden können? Ja. Ich muss auf jeden Fall erstmal alles essen. Ihr wahrscheinlich auch. Mein Essen ist komplett down. Refreshed mal euer Food. Und ihr müsst doch nicht durch die Treppe gehen. Ihr könnt auch einfach hier runter jumpen. Deswegen habe ich diesen Balkon hier gebaut. Dann kommst du ganz schnell nach unten. Jo, der Umhang hat gefehlt, war ein Spaß. Ja, das ist natürlich dann keine gute Idee. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Vielleicht nicht bei der Schmiede, aber egal. Passt schon. Stimmt. Wie weit sind denn die Balken? Sind die schon halb runter? Nee. Beim Schwert ja. Echt? Ja, du hast zur Not ja noch den Hammer dabei, ne? Ja. Also du bist nicht ganz schutzlos. Stimmt, ja. Ja. Und wir müssen, glaube ich, irgendwo hier lang. Sterne, Asquin! Oh, der Regen hört auf. Sehr gut. Das ist Unwetter, meine ich. Wie gehen wir denn? Auf den dicken? Ich gehe mal zuerst auf den, ja. Egal. Weil der Krieger, der ist entspannt. Vor dem kannst du einfach weggehen. Oh, no way. Ja. Ach du Scheiße, ey. Zerdrückt. Ja, bei Asquin, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Autsch! Der hat mich fast in die Lava gekickt. Scheiße. Nein, was ist denn? Frost! Schnell! Weil das verlangsamt ihn auch. Oh, Alter, das war gerade übel laggy. So, der hier ist entspannt. Da kannst du einfach rückwärts gehen und ballern. Ja, ja, ich weiß. Die sind ja also für die Krieger sind für Mage auf jeden Fall easy, aber für Janis ist das was anderes, weil der muss ja immer einstecken dabei. Tschüss. Hey, wo ist der? Geil. Ist aber bei dir auch weggeglitscht. Ja. Das ist eigentlich dieser dicke Klumpen da in der Lava. Ach so, das ist so ein neues Erz, der explodiert auch. Aber weil er in der Lava ist, ist mir das zu heikel, das aufzusammeln. Aber ich kann hier. Den kann man kaputt machen. Und dann droppt er so Schwefel und dieses Purisit-Pulver. Siehst du das? Das ist halt wertvoller Loot. Ja, aber das ist doch easy. Da an der anderen Seite ist ja keine Lava. Ja. Meinst du, ich schaff den Jump? Das würde ich nicht riskieren. Oh, Junge, ich bin tempted. Meine Sprungtaste ging einfach nicht. What the fuck? Aber du kannst natürlich versuchen, dicht dran zu gehen und mit E. Aber ich lasse solche Experimente, seitdem ich da ein paar Mal gestorben bin. Hier sind noch zwei Pilze. So, Jace, was alles? Hello. Sehr gut. Hier ist dein Energieschild. Nice. Und dein Food hast du auch reingeballert? Ja, alles drin. Hervorragend. Ja, da würde ich sagen, gehen wir weiter. Irgendwo hier muss eine Festung sein. Ich sehe das grüne Licht nicht mehr. Da! Jetzt sieht man's. Hier seht's auch, ne? Oh ja. Und da seht ihr das rot leuchtende, das ist ein Spawner. Raymond, wir müssen den kaputt machen. Bogenschütze hinter uns, Ja. Und da ist er. Ja. Randa. Lass hier ran, der Denzi will hier. So, ich mach mal da den Spawner schon mal kaputt. Die Blobs darfst du nicht kloppen. Darf ich nicht kloppen? Ne, die Blobs, die explodieren, wenn sie sterben, musst du aufpassen. Ja, genau. Ah, okay. Also auch wenn sie sich nicht selber in die Luft jagen, wenn sie sterben, dann explodieren sie so oder so. Verdammt, der
scheiß Spawner soll kaputt gehen. Und so wird das ein endloser Kampf. Der buggt hier auch schon wieder, der ist wahrscheinlich schon wieder weg. Wahrscheinlich ist Rolls Rechner gerade übelst heiß, am heiß laufen. Oh. Nö, es geht. Diese Zapfen Schild. Da, Roll, was ist das da eigentlich? Diese Zapfen? Die so metallen Leuchten? Gelben. Diese gelben, das ist gelben Schwefel. Hier. Das ist Schwefel, kannst du mit Feuerball abbauen. Ja, okay. Kannst du abballern das mit Feuerball. Sind viele Dudes geworden. Ja, das meine ich. Erdbeben. In Deutschland geht ein Bino. Ich glaube ein bisschen. Ja. Oh, Zwergis, die nicht angreifen. Oh, ihr habt sie angegriffen. Och nö. Jetzt sind sie unsere Feinde. Der hat einen Stern, vorsichtig. Das sind eigentlich Freunde. Zwerge nicht angreifen, ne? Da seht ihr. Oh, stimmt, der hat Frostresistenz. Feuer. Lieber Feuer benutzen. Da sag ich doch, Alter, die sind übelst. Hey, das kann doch gar nicht sein. Ich war komplett voll. Ja, der hat einen Stern. Das meine ich. Die sind übel brutal. Weil das müssen wir machen. Ja. Uns machen lassen. Wir sind Fernkämpfer. Ja, anscheinend. Ja. Also bei einigen Feinden hast du einfach keine Chance. Aua, 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 aua. Das ist echt schwierig. Nein, triff mich nicht. Ja, der teleportiert sich bei mir die ganze Zeit. Vorsicht, vorsicht, genau. Immer erst Energieschild aufladen. Aber er ist gleich down. Ja, ich weiß. So, er ist down. Hat er wenigstens guten Scheiß? Weichgewebe können wir gut gebrauchen. Das kannst du eigentlich wegschmeißen. Oder hat er da Münzen und was noch? Nur Münzen, ne? Soft Tissue und Münzen, ja. Ja, Soft Tissue ist wertvoll. Du bist auf dem Weg, Janus? Janus ist wieder am Start. Oh, es wird wieder dunkel, kann das sein? Total, total erleuchtet. Hier, ich hol dich ab. Einsammeln. Bogenschütze, ich kümmere mich um den. Nice. So, wo bin ich überhaupt gestorben? Hier, komm. Boah, aber ja, es leckt bei mir auch ein bisschen tatsächlich. Da hinten. Nice, danke, danke. Mhm. So. Oh, du übel nach Essen. Ein Nachbar macht dir gerade richtig leckeres Essen. Der muss wieder Zwiebeln rauchen. Ja, es riecht schon wieder richtig nach gebratenen Zwiebeln. Ah, oh, schon wieder nass. Stern. Alter, wie viel Leben hat der denn? Come on. Einfach lächerlich. Zu viel. Ja, und es wird außerdem Nacht, Leute. Das bedeutet, die Spawnrate ist erhöht, ne? Also die Nachtpatrouillen spawnen ebenfalls dann, sozusagen. Vorsicht, Janus, Vorsicht, Vorsicht, hau ab! Ja, ja. So. Macht Zauber auf den Kopf mehr Schaden? Nee, ne? Ah! Nee, ist egal, wo du triffst. Mann, jetzt stirb endlich, Alter, du Mistvieh. Oh, Gott sei Dank, sehr gut. Ja, lass mal zurückgehen, es wird dunkel. Ich hab Angst. Kurz zurück. Ah, hier, Schwefel. Könnt ihr den auch mitnehmen? Ich nehm Scheiß hier noch mit. Weil ich bin überladen. Ich nehm das Leder von dem Boy auch noch mit. Oh, du bist auch überladen, okay. Kannst du den Schwefel noch mitnehmen ansonsten? Sehr gut. Ja, dann lass mal kurz zurückgehen. Den hier noch kurz plätten und dann... Auf zum Portal. Also bei mir ist da gar nichts. Doch jetzt. Ja. Das ist halt ein bisschen schwierig, dass man. Ja, vor allem mit der Connection zu Thailand, ne? Das macht's ja nicht einfacher. Stimmt. Stimmt, ey. Und du musst vielleicht auch reparieren, Raymond, ne? Machen wir dann gleich. Mhm. Gute Nacht! Und auch das. Die Schlafsequenzen. Die dauert jetzt gefühlt einfach fünfmal so lang wie vorher. Oder ist er bei euch schon fertig geladen? Ja. Bei mir ist das Ding unten immer noch am Rotieren. Nee, das geht noch. Das ist so, also seit dem neuen Update ist das jetzt fünfmal so lang, Alter. So, und dann reparieren, oder? Ja, genau. Also mal kurz nach unten gehen und dann bei jeder Workbench. Ich glaube, wir müssen tatsächlich alle außer diese leuchtende blaue da, sogar du, Janis, weil du hast den Umhang. Der Umhang ist zum Beispiel Magie-Item, das gehört dann zu Galda-Table. Ich glaube, du und ich, Raymond, können uns die Schwarzschmiede sparen.
Ja, und welche mache ich denn meine Stäbe wieder heile? Bei Magie-Table, hier. Ach, ich muss alles, ich muss ja mehrmals klicken. Genau, ja. Ich habe nur einmal gedrückt. War es das schon? Ja, ich glaube. Ja, wenn bei dir sämtliche weiße Balken bei den Items weg sind, dann war es das. Ja, anscheinend. Gut, sehr gut. Ja, dann sind wir durch. Und ihr könnt nochmal euer Inventar beim Lootloch leeren ansonsten. Ich habe schon sortiert gerade. Oder ist bei euch sortiert? Ach so, Kannst auch Steuerung und klicken, ne? Das geht schneller. Ah ja, safe. So, und wir müssen nach hier irgendwie. Nach Robin. Rogan? Nach Roland Ping. Rogan, das ich soll. Aber wie kommen wir da hin? Oh nee, Alter. Bitte sag mir nicht, dass es von Lava umgeben. Da hat die gar keinen Bock drauf. Ich glaube, links ist eine Landverbindung. Ja. Vorsicht. Sehe ich doch. Ich bin schon mal sowas verreckt. Alter, da war nur eine winzige Kuhle mit einem winzigen Lavapfützchen. Ich bin reingesteppt und instant gestorben. Dra heißt. Oh. Hier sind Untode und Ruinen. Oh, die Ruinen sind so schön, oder? Das ist neu mit diesen Bögen. Oh ja. Sieht ja voll geil aus. Und ihr seht diese gelb leuchtenden Pilze, die auch gerne mitnehmen. Das Straußenfahren könnt ihr liegen lassen, aber diese Rauchwölkchen immer mitnehmen. So. Piu. Und noch ein. Und tschüss. Wow, wo kommen die denn her? Alter, slack das, ey, alter Schwede. Echt? Ja, bei mir lag das übel. Dann sind auf einmal drei, ja, sind auf einmal hinter mir. Denke ich, hä, wo kommen die her? Scheiße, Energieschild. Ach ja, übrigens, dein Mana-Trank, Raymond, der gibt dir so einen kurzzeitigen, sehr, sehr starken Regenerationsboost. Also wenn mal Lothar-Mann ist, dann regeneriert das unglaublich schnell Mana. Das ist natürlich wahnsinnig praktisch. Zum Beispiel für Situationen wie jetzt, wo wir überrannt werden. Ja. Das sind keine gefährlichen Gegner, da würde ich kein Mana-Dings für. Ja, der hinaus denke ich auch. Also die verkohlten Zucker, das Karamell, das kriegt man ja auch so hin. Die verkohlten Streamer sind das. Ja, die heißen halt auf Englisch Twitcher. Twitcher. Echt? Twitcher? Achso. Ja, Twitcher. Alter, was geht bei denen ab, ey? Ja, ich hab einen Feuerball reingeschmissen, damit die schönen Damage. Let's go! Energieschild. Shit, hätte ich näher zu Janis gewusst. Das nehme ich doch immer gerne. Da ist doch noch einer. Da ist noch einer. Tschüss! Oh Mann. Ja, vor allem das Schwert, das du machst, da siehst du diesen komischen blauen, dieses blaue Feuer, was du machst, ne? Um die rum. Das ist Geistschaden, deswegen macht dein Schwert auch so einen übelsten Schaden bei Untoten. Das, was du hast, dieses leuchtende. Ah, nice. Ja, da würde ich sagen, rein da, war. Ich baue mal hier wieder eine Belagerungstreppe. Da ist ein Krieger, könnt ihr euch um den kümmern? Und ich kümmere mich derweil um das Bauen. Ja, den nehmen wir mit. Der lässt nicht ab von dir. Der will dich. Der will dich aber richtig. Der hat auch einen Stern, jo. Morgen! Oh oh! Ah! Oh oh. Was? Morgen! Oh mein Gott! Ja. Oder Abend. Captain Morgen. Ja. Ich hab auch gefragt, was mit Abend? Uli, Alter, ich bin doch schon gleich wieder. Vorsicht, Jadis, lauf! Lauf! Oh, hinter uns Warrior. Tod, ja, Scheiße. Er hat mich mitgefrühstückt. Ja, aber der ist auch die Säule gesprungen. Das meine ich, Alter, wir kommen in den Ashlands. Jetzt können wir den Trank ballern, Raymond. Und Ausdauer auch gleich hinterher. Fuck, hier ist Lava hinter uns. Wow, ich brauche unbedingt ein Energieschild. Oh shit, sag mal. Oh nein, ich habe den Stab nicht gewechselt. Food. Und ausgewichen, Hui. Scheiße, wir bleiben nicht zusammen. Das ist eigentlich nicht so gut.
Weil Einzelkämpfe sind tatsächlich nicht so vorteilhaft. Wo bist du? Ah, da hinten sehe ich dich. Wieder Richtung Portal unterwegs. Ja. Wir können theoretisch das Portal auch weiter nach vorne ziehen. Wollen wir das machen? Oh no. Oh. Ach so, das wäre praktisch. Ja, ne? Dann müssen aber wir. Das muss ja auch irgendwo safe sein, ne? Ja, aber. Oh nein, eine Valkyrie. Ein fliegendes Viech? Ja, eine Valkyrie ist das. Die ist übertrieben stark. Bloß nicht provozieren. Aber die fliegt auch sehr schnell hin und her. Also manchmal kommt man gar nicht drum rum. Hier ist ein glühender roter Stein. Das ist ein Spawner, ne? Ja. Ich glaube nicht, dann bin ich falsch abgebogen. Hä? Da war gar kein Gegner. Alter, das ist so laggy, Mann. Fuck. Bin down. Bisschen neben mir explodiert. Und der Morgan? Ist der immerhin fast down? Wie viel Life hat er noch? Nein, die Valkyrie! Sie ist auf mich aufmerksam geworden. Scheiße, ich glaube, ich sterbe auch gleich. Oh oh! Tot! Eieieiei. Ja, moin. Sagen, dann warten wir hier und dann gehen wir alle zusammen rein, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und ruht euch mal gut aus. Ne? Gut ausgeruht, Buff. Immer haben. Also oben auf den Geldhaufen stellen. Bei mir auf dem Bett. Go. Money, money, money. Ey, du hast ja noch Steine dazu geaddet. Nice. Ja, ein paar. Oder können wir sogar pennen gehen? Nee, schade. Sieht ziemlich tagmäßig aus gerade. Ja. Ja, manchmal, wenn Mittag schon vorbei ist, kannst du schon pennen gehen. Also Nachmittag kannst du schon, ne? Es muss halt nach 12 sein. Und wir haben es nicht nach 12. Gut. Ja, dann egal. Dann würde ich sagen, let's go. Und wir können mal kurz zur Essenskiste gehen und uns ein bisschen Ausdauerfood holen. Weil wir müssen jetzt zu dritt nackt durch die Aschenlande gehen. Und da möchte ich gerne wenigstens Ausdauer haben. So, da sind eure Gräber. Meins ist da hinten. Ja, das ist ja mein zweites Grab, ne? Ja, also genau. Meins ist auch ganz hinten eigentlich. Aber lass mal zusammenbleiben. Raymond, komm mal her und hol mal du schon mal dein Shit. Scheiße, ich werd schon eingegriffen. Du gehst jetzt erstmal hin, Raymond, und du eskortierst uns zu unseren Leichen. Wo sind deine? Ist das hier meine? Ja, ne? Das ist meine, oder? Ja. Ja. Gönn dir. Und Vorsicht, lass dich nicht von den Steinen. Zieh den Power Ranger Anzug an. Wir laufen einfach mal ein bisschen im Kreis, damit die uns angreifen und Raymond sich in Ruhe anziehen kann. Mhm. Und da kannst du ja auch schon mal das andere Magiefood reinballern, hast du schon, ne? Sehr gut. So, dann kann er uns ein Energieschild geben. Schild. Ja. Ach, nein, Janis! Du hast kein Schild gekriegt. Ich war doch in der Nähe. Nee, du warst viel zu weit weg. Du musst ganz dicht dran gehen, sonst bringt das nichts. Dann bin ich aber laggy. In meiner Sicht war ich genau daneben. Na gut. Ja, weiß ich, wollen wir ansonsten erstmal unsere Sachen holen? Das macht mehr Sinn, oder? Als dass du jetzt hier alleine kämpfst. Da ist die Valkyrie, da ist die Valkyrie. Die ist natürlich brutal. Bloß aufpassen. Scheiße. Da musst du die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, weil wir sind mit einem Schlag tot. Scheiß auf die, Raymond. Das bringt nichts, wenn du jetzt gerade alleine kämpfst und wir nicht kämpfen. Und Janis, bleib mal stehen. Energieschild. Ja. Gut. Pass auf die Valkyrie auf. Was? Oh, sehr gut. Schon, dass sie jetzt Attacke gibt. Sie hat uns nicht gesehen. Was hast du? Oh Mann. Ja, bei mir ist Lucky halt, ne? Aber ist egal. Das passt schon. Ja, wegen Thailand, so, ne? So, das bist du. Ah, ich bin da hinten. Ja, safe. Ah, jetzt sehe ich auch was. Ah, nee, das ist der Vogel. So, ich ziehe mir meine Klamotten an. Hau mir das marinierte Gemüse rein. Federumhang. Und ich bin ready. Okay, dann noch da hinten hin. So, hinter der kaputten Säule. Alles wieder ein Morgen. Boah. Oh ja. Der Captain ist da. Er steckt da fest. Scheiße, Morgan hat mich getroffen. Wow.
Also, das ist die Valkyrie. Ich hab so Angst vor der Valkyrie, Alter. Die kommt doch gleich irgendwo aus der Ecke raus. Nein, 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 stopp! Hä? Was denn? Ah! Nein! Die Valkyrie ist da, die Valkyrie ja, ist da. Ja, die Valkyrie ist da, aber der Morgan ist tot. Den hier killen. Blob. Ja, ich seh's. Trank. Lohnt sich jetzt. Mana-Trank. Ach du Kacke. So. Und du machst gar nichts, Janis. Du gehst weg von der Valkyrie. Okay, 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 okay. Nein, lauf zu uns, lauf zu uns. Sehr gut, lock sie zu uns. Weil du kannst da gar nichts machen, die macht dich platt. Du könntest mit dem Bogen draufballern, wenn du willst. Die Armbrust, ich wollte gerade sagen, die Armbrust. Ja, stimmt, die Armbrust. Ja, ich auch noch. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber es geht, stimmt, und ich glaube, bei der war auch Feuer ordentlich. Und bloß nicht in diese, in diesen lilanen Feuer rennen. Ich trinke mal meinen Feuerheiltrank. Diese Feuerresistenztrank. Vor allem diese Umdrehung, hast du die gesehen? Mhm. Die macht übertrieben Damage. Umdrehung. So. Easy. Und die hat Federn gedroppt. Ja. Oh, zwei Bogenschützen und ein Warrior. Oh, ich habe eine Feder von dem. Da ist noch eine Feder, kannst du die auch noch mit aufsammeln? Scheiße, ein Warlock. Was wollen die denn? Ich hab sie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warlock mit Stern, Warlock mit Stern. Ach du Scheiße. Das ist schön, Alter, ist ja schon alles runter. Alter, ich brenne hier an. Alter. Was kann man hier machen, ey? Oh Mann, Janne. Du bist so leid. Ja, das ist. Muss das so unsatisfying sein für dich. Oh, geht schon. So, vorsichtig, genau. Hier schön auf dem Stein bleiben. King of the Hill, Alter. Der hat Frostresistenz. Kann das sein? Die Zahlen sind grau, wenn du Frostschaden machst. Das heißt, er kriegt wenig Schaden. Vorsicht, Vorsicht! Oh, sein Minion ist hinter uns. Ja, gekillt. Aber so geht's, so geht's. Er ist stuck an der Stelle. Schön hier und da ein Feuerball, genau. Feuer macht auch wenig Schaden bei ihm, ne? Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, der ist einfach überstrong. Ne, ist auch grau. Ist auch ja, grau. Ist auch grau, stimmt. Dann müsste es wahrscheinlich Geistschaden gegen alle sein. Resistent. Ja, oder gegen Geistschaden ist er, hat er eine Schwäche, aber die haben wir als Magier nicht. Die hat nur Janus mit seinem Schwert. Down. Der voll der, oh, Gott, der Morgen steht hier direkt vorne. Der Morgen steht hier direkt vorne beim Portal, Alter. Okay, ich gehe sowieso mal hin und hol das Portal. Raymond, komm mal kurz her. Kannst du das tragen? Shit. Achtung, der Morgen, der Morgen, der Morgen. Ja. Kannst du den ablenken und ich hol das Portal? Der lässt nicht ab von dir. Ja, wenn du Schaden machst, dann geht er auf dich. Ja, es geht auf dich. Gut. Schaffst du den? Ja, klar. Gut. Und Janis, du kannst theoretisch, wenn du willst, erst nochmal in der sicheren Zone bleiben. Dann stelle ich das Portal um und dann bist du dichter bei deiner Leiche. Das macht mehr Sinn, ne? Ich glaube, Janus hat seinen Scheiß schon. Also ich habe meinen Shit jetzt schon, ja. Alles klar, gut. Mhm. Ich dachte, du bist schon wieder gestorben. Ja, das wär's. Aber das kann auch noch gleich passieren. Okay. Ich glaube, ich renne jetzt erstmal nur gegen, bei den Viechern rum und lenk die ab. Alles klar, ich hole das Portal nach vorne. Ich darf jetzt bloß nicht sterben. Und falls ich sterbe, müsst ihr das Portal nach vorne transportieren. Es Schaden macht ordentlich. Ja, das kält rein, aber ich muss echt aufpassen. So, jetzt komm. Jetzt ist er doch gleich down. Nee, immer ausweichen. Ja, jetzt. Oh, what the fuck? Perfekt. So. Und hier auf den Stein mache ich das Portal, wa? Oder? Oh ja, gute Idee. Askwin-Klog, aha. Ja, sehr wertvoller Loot. Alle mitnehmen. Also in die Lava werfen. Jetzt schon weg, ist verbrannt. Dreist. Ich hab's schon weggeschmissen, ne? Ja, schon verbrannt. Ist auch noch so hinterherrufen, ist richtig dreist. Okay, ja, dann jetzt endlich, oder was? Komm. Portal ist connected? Ja.
Hast du das Portal connect? Ja, perfekt. Ist das Loot hier? Fiddlehead. Wahrscheinlich. Achso, Fiddlehead kannst du liegen lassen. Das ist nicht so wertvoll, aber kannst du auch mitnehmen, ist eigentlich völlig egal. Und ich brauch mal das Grau. Schießen sie doch schon. Das habe ich dir zugeworfen, Raymond. Schießen sie doch schon. Perfekt. Und dann baue ich, während ihr. Oh. Ja toll, jetzt haben sie die Workstations zerstört. Nein! Das Holz ist zu Kohle geworden. Hä? Oh. Ach no. Hab ich noch Holz dabei? Nö. Portal und hol noch mal neue Sachen. Kann sein, dass es schon wieder dunkel wird. No. Spieler ist echt nicht gut mit uns, wa? Ich hole mal kurz neues Holz. Sollen wir da noch zurückkommen wegen Pennen oder? Ich weiß nicht genau, wie spät es ist. Ich meine. Theoretisch ist das Portal jetzt näher dran, ne? Also, wir müssen nicht mehr diesen ewig weiten Weg an Morgen und. Valkyrie vorbeigehen, ne? Aber ich glaube, wenn es dunkel wird, dann. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Burg reingehen und es wird währenddessen dunkel. Ja, nee, die Sonne geht gerade unter. Die Sonne ist schon untergegangen. Ja, dann kommt definitiv zurück. Safe is safe. Oh, okay. Aber das ist gut zu wissen, dass Holz zu Kohle wird übrigens. Dann ist es ja übelst easy, jetzt Kohle herzustellen. Einfach ins Feuer werfen. Das wusste ich gar nicht, dass das passiert. Gute Nacht. Nein. Ich muss schon. Einfach hinten runterjumpen. Nein, ich laufe immer die Treppen. Ich bin einfach viel zu nett. Ja, ich habe auch tatsächlich aus Macht der Gewohnheit das immer getan. Als ich den ganz neu gebaut habe. Der ist jetzt existiert, das auch erst seit ein paar Folgen. So, jetzt aber. Komm. Nice. Nicht lang schnacken. Nicht lang schnacken. Kopf in Norgen. Kopf in Norgen, Fogger, Elixier. Kogger, Fogger? Dann baue ich die diesmal hier richtig dicht dran, damit die nicht wieder verbrennen. Und. Bunny, mein. Verdammt, nicht getroffen. So, mache ich mal. Und die Trappen. Ey, schwerer Bau. Über den Zielen. Der hat übelst den Drop, weil die nie Bogen genutzt. Ach nee, Grausten. Deswegen. Okay, ich hol mal kurz Grausten. Hier liegt ich hab Grausten, hier, ja. Komm her. Perfekt. Oh, da kommt einer. Hier denkt an euer Feuer halt dran, ne, falls der nicht mehr aktiv ist. Euer Gerstenwein. So, perfekt, das reicht. Hab ich sowas noch? Bitte? Ich hab noch keinen benutzt. Ja. So. Ich hab das gar nicht. Ich hab noch nicht einmal gebrannt, seitdem ich hier. Ja, doch, als ich in die Lava gekickt wurde, ja doch. Ja, aber da bringt das nichts. Ja bei der Lava bringt's nichts. Ja. Und als der Block neben mir explodiert ist, aber da bin ich auch irgendwie instant gestorben, also. Ja, da hab ich aber ein bisschen verkalkuliert, wa? Wir machen jetzt eine kleine Gerade und dann ist alles easy. Ja, aber die kracht ein, das ist Stein und kein Holz. Das meine ich. Warte. Bitte. Ja, das meine ich. Kracht ein. Oh, da sind ein paar Boys hinten. Boys, nice. Oh ja. Gut. Entschuldigen Sie, Sir, wollen Sie mit mir über unseren Lord and Savior sprechen? Alter, was geht bei denen? Ah, nein. Vorsicht, grüne Flamme. Shit. Grüne Flamme. Ja, das ist einer. Du bist ja mutig, ey. Du bist ja noch auf den Zinn. Ich verpiss mich. Ja. Bis eben schon. Ging auch noch. Die haben mir nichts zugefügt. Ich kann James nichts anhaben, weil er hat den Ping auf seiner Seite. Ja. Ja, warte, ist so. Warte, der Energieschild. Ping. Energieschild. Janis. Ja. Bin ich auch noch reingedasht. Oh. Ich wollte auch nochmal. Sehr gut, Alter. Oh, dein Schwert macht so Damage bei denen. Der Geistschaden ist schon saftig auf jeden Fall. Achtung, Blobbe die Blob. Ja, sehe ich. Oh ja. Der macht übrigens auch Schaden bei den anderen, ne? Bei den anderen Mobs. Ja, wie der Morgen. What the fuck? Ja, der explodiert auch einfach so, wenn er will. Guck mal, jetzt. Hä? Der ist zweimal bei mir explodiert. Übelst Magie war das gerade. Baggy Lag oder? Ja, Laggy die Bug. Ja. Oh. Der Warlock ist rausgeflogen.
Oh ja, da ist er. Und der meint es. Vorsicht, die Flammen, vorsicht, die Flammen. Alter, das sieht aber auch voll brutal aus, diese grüne Flamme, ey. Oh. Was für eine Magie, bitteschön. Das erinnert mich übelst an Warcraft, ne? Ja. Das ist Gul'dan. Ja, hier, wie heißt das? Das Fell. Eine Fellflame. Flame, eine Fellflame. Oh, er ist weggefetzt, wie toll. Wie toll. Hä? Hey, der ist irgendwie. Aber wir müssen geflogen. Die Spawner da sowieso auch zerstören, ne? Das, sonst ist das ein unendlicher Kampf. Also eigentlich müssen wir das zuerst machen. Wollen wir einfach mal auf die Zinnen und dann einfach mal im Kreis rennen und uns verteilen? Komm. Warte, ich kann doch den Spawn jetzt erstmal ausschalten. Was will er hier eigentlich, ey? Er wächt vor dir auf die Fresse! Der Penner. Ihr Penner. Oh, und ist ein Askwin. So, ein Spawner down. Sehr gut. Wir kümmern uns so lange um das Gemüse. Auf der anderen Seite noch eine. Vorsicht, vorsicht, geh zurück, ja, alles, geh zurück. Ich bin gleich wieder down. Ja, ja, genau, ja, genau. Ich bin runtergefallen. Ach du Scheiße, ziehen die viel ab. Ja. Anderer Spawn auch down. Also jetzt können wir aufmerzen. Aber ich habe ordentlich Damage reingedrückt. Oh, hier kommt auch schon wieder so ein Onkel. Alter, der haut die Treppe weg. Der Askwin? Ja. Ja, dann, Den auf jeden Fall dann immer weglenken von den Treppen. Die Mobs sind gerade wieder bei mir buggy. Das bringt nichts, wenn ich jetzt angreife. Bei mir läuft auch alles. Da läuft einer nur auf der Stelle. Ja, das ist, weil Raul, glaube ich, gerade nicht hier ist. Ja, jetzt bewegen sie sich wieder. Ja, weil er gerade die Map bei mir geladen hat. Ja, genau. Das war vorhin auch, als ihr gestorben wart und ich noch da war. Waren auch die Mobs eine Zeit lang unverwundbar. Alter, schon wieder down. Sogar für Valheim-Verhältnisse sind das echt exorbitant viele Feinde. Ja. Das haben sie natürlich auch, glaube ich, gemacht, damit es nicht zu einfach ist. Aber holy shit. Ich finde das schon echt krass mit dieser Feindrate da. Oder? Ich finde es eigentlich echt cool, aber die Lags sind gerade ein bisschen. Das Einzige, was gerade problematisch ist. Ich komme gerade in die Ashlands zurück. Es sollte jetzt, glaube ich, bei dir gleich flüssiger laufen. Jetzt. Wo bist du gerade? Du musst mich eskortieren. Oh, oh. Ich bin noch... Scheiße, hier ist einer beim Portal. Ich kann nichts machen. Ah, du bist da auch. Ja, da oben. Kurz. Hä? Ich bin gestorben. Wovon? Ich habe keine Ahnung, wie das umgeht. Ach, da hat bestimmt jemand einen Stein geworfen. Ja, glaube ich der auch. Der Streamer hat bestimmt einen Stein geworfen. Oh, scheiße. Ja, das bringt nichts ohne Eskorte, Raymond. Du musst zurückkommen und uns eskortieren, sonst wird das nichts. Ja, ich weiß. Die laufen auch jetzt gerade alle Mobs, die hier in der Base waren, laufen jetzt einfach in die Ashlands raus. Also, ich glaube, du ziehst einfach so, einfach schon Host-Aggro. Ach so. Zieh ich? Nee, ja, das muss ich noch gut ausruhen. Ach so. Das ist wichtig, weil sonst hast du extrem beschissene Leben und Ausdauerregeneration. Also deine Ausdauerregeneration ist verdoppelt, wenn du gut ausgeruht bist. Und Ausdauer ist ja sehr wichtig, wie du gemerkt hast. Und sonst sind einfach nichts. Oh ja, ohne geht nichts. Vor allem als Seid ihr schon wieder am Portal? Nee, aber ich schmeiß mir gerade mein Food rein. Und komm jetzt. Ich komm durch, ne? Ja. Gut. Ja, dann lasst uns mal, wa? Ja, Energieschild. Gib uns mal ein Energieschild. Und pass auf wegen Fallschaden, Janis. Sehr gut. Nö. Ja. Perfekt. So, und du hast die Spawner beide vernichtet? Ja. Geil. Ja, nice. Dann ist ja jetzt easy. Danke, ne, Rabbit, dass du die ganze Arbeit gemacht hast. Wir holen mal unsere Sachen dann zurück, ne? Ja, nächstes Mal lass mich einfach aussterben, wenn ihr tot seid. Bringt nix. So resignierend sagen, es bringt nix. Ja, da unten, ne? Ich habe Angst, dass ich die Treppe kaputt mache, aber eigentlich egal. Wollen wir hier weiter Belagerung oder wie? Es war wie eine Kiste. Ich bin mit einem Stern. Mit da Jade. Oben ist auch noch so eine Armbrust. Das hat auch noch gefehlt. Stab der Wildnis. Ja. Geil!
Geisterschaden. Und sonst haben wir hier keinen Loot? Nee. Aber wir können natürlich... 7 Millionen. Wir können natürlich noch den Rambok bauen. Rambok. Genau. Haben wir denn? Hier ist noch eine Chest, ne? Aber die hast du wahrscheinlich... Ah, die ist empty, ja. Ja, was fehlt denn jetzt? Die Werkbank. Ach so. Oh, stimmt. Ich habe gar kein Holz mitgenommen. Das müssen wir ja verfüllen mit Holz. Ein bisschen Holz, bitte. Ich mach mal die... Das ist ein Askwin beim Portal. Workbench hier. Mhm. Die ist sowieso gerade down. Und der Askwin geht aber nicht hoch zum Portal und greift das an, oder? Weiß ich nicht. Oder greifen die Viecher einfach... Ja, die greifen Gebäude, die du gebaut hast, einfach an, ja. Ja, er greift das Portal an, Ja, dann mach ich mal down. Das Portal ist in der Luft jetzt. Er hat den Stein kaputt gemacht, weil er nicht hochkam. Oh. Das ist funny as fuck. Ja, dann steckt jetzt da im Stein fest. Dann kracht es vielleicht ein, wenn es den Stein nicht berührt. Aber es berührt den Stein. Ich baue das mal um. Wo will der denn hin, ey? Wow, hier ist ja der Askwin. Ups. Ja, hab ich ja gesagt, der ist im Stein. Ja, kannst du ja helfen. Er wollte dich da auf die Lauer legen für dich. Ja, das ist ihm gelungen. Ich hab nur noch einen Mana-Trank. Den waste ich mal nicht. Ich hab noch einen mit Schwert raus. Hier. Ich hab. Nein. Lass alles. Benutze ich lieber für den Morgen, der gleich kommt. Ja, genau. Ich trinke auch nicht bei Askwins. So, endlich. Man soll ja bekanntlicherweise den Morgen nicht vor dem Abend loben. Ah, gar nicht. Alter. Die reißen einfach den ganzen Felsen ein, nur weil sie uns wollen. Die wollen uns richtig. So, kriegt ihr schön dann auf Latz. Die Frage, kommen wir da jetzt noch hoch? Ja, kommt man. Man kann, schön, ey, der platzt ja richtig gut weg. Ja, mit voller Ausdauer und dann geht das. Vollem Geflatze. So, jetzt aber, let's eins go. Auf die Glatze. Da ist noch ein Warrior, der will auch wieder zum Portal hoch. Verdammt. Den müssen wir noch schnitzeln. Nice. Tschüss. So, oh, da liegt noch Loot. Nice, who this. Ey, gut. Und dann können wir jetzt endlich, wa? Ich habe Holz dabei und ich habe das Ding ja schon dahin gebaut, ne? Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Hab ich. Junge, warum geht man denn die Treppen so scheiße hoch, Alter? Weil das nicht richtige Treppen sind, sondern Leitern. Die sind sozusagen, die kletterst du in Anführungsstrichen. Eigentlich. Also es gibt einen Unterschied zwischen Leiter und Treppe. So, ich mach mal hier zwei Dinger rein. Ah, ich werd zerquetscht! Ja, oder mach du? Ist ja egal, wer es macht. Hau raus! Ja, ich dachte nur, wenn du da eh noch hinter feststeckst, dann übernehme ich kurz, aber... Ja, mach mal. Mach den Gönni! Brech's auf! Ich will die Schätze haben! Oh, ist schon aufgebrochen hier an der Seite. Hä? Krass! Ja. Alter! Requisiere den. Vielleicht fällt der Turm um, ne? Und noch ein Spot. Achso, den hatten wir schon. Und was haben wir hier Feines drin? Raid. Noch ein Glockenfragment. Nee, und ich hab hier drei. Drin, also Jade. Drei Glocken. Ja, da sind noch. Paul, das sind noch drei Glockenfragmente. Kram kaputt. Sehr gut. Und diese Kügelchen hier, geschmolzene Kerne. Was macht man mit den Glocken? Das ist für den neuen Boss. Der neue Boss. Hier ist eine Valkyrie. Nee, das ist keine Valkyrie, das ist ein Geil. Der ist low. Die sind low. Also die machen saftig Damage zwar, aber die kriegen extra Schaden von Frost und du hast gesehen, wie schnell der gerade down ging. Aber hier sein Loot mitnehmen. Hähnchenschenkel. Ja, die Aegis und das Fleisch. Das ist doch wahrscheinlich bin ich nur Schrott dabei. Kannst du das auch nehmen, Steine. Ren? Sehr gut. Mhm. Ja, und dann eigentlich das Ding hier zerstören und auch nochmal mitnehmen. Ach so, Federn? Das sind ja normale Federn, die sind nicht wichtig, ne? Nö, normale Federn kannst du liegen lassen. Ich weiß nicht, ob das bei jemandem stackt. Das hält gut was aus. Ja. Oh, ich muss wieder fliegen. Nice. Kaputt. Sehr gut.
Das Eisen, diese Barren hier, die 10 Flammenkern, müssen auf jeden Fall auch mit. Prosoid Powder muss das auch mit, ja, ne? Ja, muss es. Und hier so, Grausten, das wiegt zu viel. So. Prosoid Powder, das ist so nett. Da liegt noch Schwefel, kann das noch jemand mitnehmen? Knochen sind auch egal, ne? Bone Fragments, dann pack ich die raus. Ja, gut, sehr gut. Hoffe ich ja, dass du brennst, aber das macht dir gar nicht so viel Schaden. Schön. Du hast ja mehr als genug Life. Nee, das geht gleich wieder aus. Oh, ich steh in Flammen. Das Gleichgültige. Das macht nix. Ja. Hä, hey, Jannis, du brennst! Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß. Zurück hier dahin war übrigens noch ein Spawner, wo ich vorhin lang gelaufen bin. Hä, hey, ja und? So. Hier. Wollen wir da hinten mal zu dem Spawner hin? Wollen wir erstmal den Loot wegbringen? Ich bin bis zum Bersten gefüllt und nee, das sind so wertvolle Sachen. Komm. Aber danach können wir da gerne hingehen. Lass die Mobs hier noch kleppen, weil sonst. Ja, die kleppen wir noch. Komm. Vorsicht, Jannis! Oh mein Gott. So. Ja, gut. Ich gehe ein bisschen mehr Defense vor. Mhm. Du kannst auch übrigens, wenn du Rechtsklick gedrückt hältst und Leertaste drückst, machst du so einen Slide. Ja. Oh ja, rollen. Oh, geil. Wenn du das machst, bist du immun gegen sämtlichen Treffer. Gegen sämtliche Treffer. Du bist sozusagen kurzzeitig unverwundbar. Ja, das ist der Geiler. Ja. Das ist quasi wie bei Monster Hunter, das kenne ich da ja auch. Aber das kostet sehr viel Ausdauer, wenn du das machst, ne? Bei Dark Souls auch. Aber ist halt übel OP. Stimmt. So, sehr gut. Ja, dann Loot wegbringen. Ich weiß nicht, ob wir sogar pennen gehen können. Und dann willst du noch ein bisschen weiter erkunden. Oh, hier liegt noch Aspen-Zeug. Sehr gut. Also wenn ich noch so einen Ausdauertrank oder sowas hätte, das wäre glaube ich OP, ne? Ja, ich habe Ausdauertränke. Also ich habe dir welche gegeben, aber ich weiß nicht, ob die schon aufgebraucht hast. Ah, ja, stimmt doch, ich habe die schon. Nee, ich habe die, aber ich habe sie nicht genommen. Ah. Okay, ja, ich habe immer auf der 8 den Heiltrank, auf der 7 den Ausdauertrank. Und auf der 6 den Mana-Trank, aber den brauchst du ja nicht. Ah, oh, sehr gut. Sehr gut! Wir haben jedes von den neuen Items, das ich haben wollte, gefunden. Top! Genauso sollte das laufen. Ich wünsche dir gute Träume. Die Augen. Schlaf auch, Kinder. Gute Nacht. Doch trotzdem Küsschen geben. Ist er jetzt bedrohlich oder nicht? Kommt auf das Küsschen an. So ein krankhaftes Monster, aber trotzdem. Beißt du dir so die Wange ab? Ja. Oh, ja. Das ist dir die Wange. Ab zum Spawner oder was? Erstmal pennen gehen. Gute Nacht. Good night. So, jetzt dauert es erstmal wieder eine halbe Stunde. Geil. Zeit, dass sich was dreht. Entschuldigung, Leute. Ja. Minuten. Vor allem, das ist so absurd, dass er jetzt übelst lange lädt und gleich, wenn wir aufwachen, dann erst speichert und nochmal übelst nachlaggt. Dann denke ich mir so, hey, warum speicherst du nicht jetzt gerade, wenn du doch schon so lange brauchst? Ja, das musst du. Da siehst du oben, das Speichersymbol. Das muss mal laggen danach. Das Speichersymbol, das heißt, dass er gleich übel ableckt. Soll das denn? Geil. Da, laggedy lag. Alles gedacht. 12,8 Sekunden hat das Speichern gebraucht. So, warte, ich muss noch resten. Ich bin nur rested, nicht well rested. Hä, du hast doch geschlafen. Da bist du nicht ausgeruht. Also, das steht ausgeruht, aber nicht, ist nicht well rested, also gut ausgeruht? Nee, das nicht ausgeruht. Auch Steigung? Nur ausgeruht. Ach so. Genau, okay. Also da steht der Text, du bist gut ausgeruht, aber der Buffer ist ausgeruht und genau, die Zahl ist wichtig. Ich weiß nicht, wie hoch ist die bei dir? Irgendwas über 25 Minuten. 26. Ja, das ist alles gut. Da sehe ich direkt einen Askwin. Halt, Energieschild. Wartet. Ah, du machst Skelette. Dann warte ich noch, bis du die Skelette gemacht hast. Jannis, komm her. Ja. Machst du 3? Weil die kriegen auch Energieschild. Jo. Deswegen warte ich noch. Und er muss warten, bis er 100 Mana hat immer, ne? Deswegen dauert das so lange. Der Schädel ist doch auf Stufe 3, ne? Ja. Ja, dann let's go, wa? Askwin. Oh, Alter. Ah, noch ein Askin. Ja, gesehen. Das leckt einfach nur so unmenschlich. Echt?
Bei dir auch, Raymond, oder geht's? Ja. Ne, es geht. Also die Mobs sind plötzlich mal an anderen Stellen und dann so. Also Scheiße, ey, ja, das ist ja echt lästig, vor allem bei dem Game. Es ist. So. Sehr gut. Energieschild für die Skeletos. So. Bogenschütze. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, den Loot rauszupacken. Oh. Ja, das wäre nicht so gut. Ja, ne? Ja. Aber du kannst jetzt noch nicht zurückgehen, sonst ist deine Skelette weg. Hier sind eh Lichter unten. Keine Ahnung. Also zwei sind down, dann kannst du einen neu machen und dann. Das ist echt geil. Björn, Hakon und. Stimmt, manche haben auch manchmal einen Bogen. Das ist richtig nice. Helga. Hey gut. Ja, willst du den Loot jetzt irgendwie. Weiß ich nicht. Oder wollen wir den aufteilen? Alles gut, ihr habt doch leeres Inventar, ist erstmal alles easy. Okay. Ja, und du wolltest wohin? Warte, ich hatte hier einen. Was ist die? Da, Block. Ne, der Spawner. Ich hatte hier einen Spawner gesehen, ja, ja. Genau, da. Da käme doch schon wieder einer. Ja, ich seh's. Gott sei Dank nur ein Bogenschütze. Der macht mehr Schaden, als dass er. Ne, also der macht zwar ordentlich Schaden, aber wenn du ausweichst, passt schon. Der Spawner geht kaputt, oder? Ja, Janis, hau mal diesen fetten Stein in der Mitte kaputt. Der hat Priorität, sonst spawnen die unendlich nach. Mhm. Und ich glaube, du machst mit dem Schwert auch saftig Damage an dem. Ich weiß es nicht. Jo, sehr gut. Ah, schon weg. Und jetzt die Viechers. Viecher oben. Hier, Erz, Alter. Ja, beziehungsweise Alter, Pulver. Was war das denn für ein Schlag? Rote Pulver. Das war nicht so cool. Was war los? Hab ich gerade nicht gesehen. Oh, komm her, Energieschild. Janis? Zu denen hier, dann kriegen die auch eins. Ja. Sehr gut. Nice. Vor allem Frost verlangsamt ihm auch, das ist übel strong. Es tut mir leid, Björn. Oh, ja, sehr gut. Von ihm ab. Das ist doch, dann ist deine Zeit doch noch nicht gekommen, Björn. Deine zweite Zeit. So, perfekt. Oh, weg mit dir. Hervorragend. Spawner vernichtet. Da ist ein Schwefelbogen. Übrigens, diese Säulen, die hier rausragen, das ist das neue Erz. Und die sind immer auf so einem. Siehst du diese? Das ist auf so einem schwimmenden Ding. Da sind fünf auf einmal rausgekommen, hast du das gesehen? Das sah ja geil aus. Die Feuerbälle aus der Lava. Ja. Die ist die ganze Zeit immer schon so. Ja, aber fünf auf einmal? Was ist das da hinten? Ist das auch ein Spawner? Ja, da fliegt was. Ja, das ist auch ein Spawner. Da ist eine Valkyrie wieder. Ja, wollen wir die killen? Ja. Ja. Machst du noch ein paar Skelette aus oder? Achso, oh. Da hängt doch einer am Boden. Mach noch einen. Schnell. Ist festgebackt. Ja, Björn ist hier. Weil achso, du willst, dass sie noch. Achso, ja. Ja, jetzt ist Björn tot. Aber dann kriegt er. Boah, da ist sie schon. Ja. Björn Eisenseite. Alter Verwalter. Janis und du. Ich glaube, ich schieße aber nur mit einem Bogen aus der Distanz. Ja, genau. Ja, ich das rate ich dir auch. Distanz. Das geht da nicht. Schön Feuer, schön sie haben. Bleib mal schön hier, Alter. Sehr gut, sehr gut. Bleib mal hier, Janis. Sonst ziehen wir uns zu sehr auseinander. Ja. Komm mal immer zu uns. Weil dann können wir dir auch Energieschild geben. Boah, Alter. Sehr gut. Und da, Alter, dieser Wirbel, der ist so brutal. Der hat mich so oft schon gekillt. Ein Lava-Blob, Achtung. Ja, ich seh's. Valkyrie ist bald down. Ich sehe nicht, wo die Janis ist. Da bist du. Scheiße, ey. Ach, da bist du. Down. Der Lava-Blob. Was macht der denn wieder?
explodiert. Der ist an seinem Kopf explodiert. Oh Mann. Oh, ich muss was essen. Krasser Scheiß. Ich wundere mich, warum mein Mana so low ist. Ich treff die Viecher. Hm. Komm her. Janis, Vorsicht. Ja. So. Genau, du machst den Bogenschützen. Ja, ich also einen Ausdauertrank trinken, ey. So, komm, jetzt kann ich mal wieder ran. Mal ran auf den Meter jetzt hier. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. Ich mach einen Schütze von da hinten. An den hier noch. Ne, ich treffe ihn anscheinend nicht, weil er ist unter Wumpe. Ich sehe hier gar keinen. Ich sehe nur zwei in der Luft. Hä, der greift dich gleich an. Ja, ich gehe einfach irgendwo hin. Okay, komm her, Energieschild. Kacke, Alter. Ja, ah, Feuer ist ja Gott sei Dank bei dir nicht so schlimm. Hier ist noch Schwefel, den können wir mitnehmen. Können wir rein hier. Oh shit, da ist ein Asgrin. Ich hab Asgrin Aggro. Oh, schon wieder mit den Sternen, das ist doch nicht wahr. Nee, oh, da bloß. Einen Stern. Nee, das macht nicht, Janis. Wenn ihr dich jetzt wegruppt, dann landest du in der Lava. Bloß nicht so hinstellen, okay, dass er dich in die Lava ruft. Gefährlich. Ja, ja. Stimmt, der haut ja übel rein. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Geh zurück. Boah, ja. Boah. Und wieder zerbrochen. So. Ich lenke ihn ab. Die sind krass. What the fuck? Nein, Vorsicht! Ich weiß komm her, nicht, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Ja, alles gut, ich mach schon. Ah, mein Schild ist ja stronger, aber gut. Scheiße, ich hab die Hilfe gebraucht. Puh! Jane ist einfach gerade an mir vorbeigeflogen. Da bist du. Vorsicht, Janis! Energieschild? Ja. So. Ja. Das Blöde ist, die buggen bei mir immer nur rum. Ich kann nur raten, wo die sind. Oh, das ist echt nervig, ey. Oh, vielleicht sollte ich auch meinen Stab ausgeben. Ich bin gerade geboxt. What the fuck? Piu. Wo kommen die denn her? Die war einfach gerade bei mir. Ist ja eine never ending story hier. Ich hab ihn schon lange nicht mehr gesehen. Lebt er noch, oder? Nee, der ist tot. Der Aspen ist tot. So, wir sind safe. Okay, danke. Vielleicht von dem Spawner da hinten. Oh. Hier ist nämlich nur ein Spawner. Ist es? Es könnte ja sein, dass... Ja, da! Dann können wir natürlich unendlich weiterkämpfen. Komm, wir gehen mal hier oben auf diesen Hügel und machen mal den Spawner kaputt. Weil, wenn wir auf dem Hügel sind, müssen sie da immer erstmal hochklettern. Und dann haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt wollen sie uns aber auch, glaube ich. Ja, das glaube ich. Genau, und du hältst sie uns vom Leib. Sehr gut, Spawner kaputt. Energieschild, Janis, warte. Ja. So. Sehr gut, sehr gut. Wir haben die Kontrolle. Oh, Bogenschütze hinter uns. Oh, Energieschild down. Ah, sehr gut. Hast wieder eins. Ja. Tschüss. Der alte Twitcher. Der heißt Zucken da. Also verkohlter so. Zuckender und heißen kommt die. Hoch. Und deswegen nenne ich die Karamell, wegen verkohltem Zucker. Ach so. Yeah! Ausdauertrank ist doch schon wieder down. Ui, ich rutsche. Achso, ich habe wieder Mana, ich sollte vielleicht mitkämpfen. Ja, Mana immer schön verbrauchen. Ist quasi wasted, wenn du mal volles Mana hast. Ich weiß noch, ich bin auch Gable. Stimmt. Wem erzähle ich das? Oh, da ist ein Pilz hinter dir, Raymond. Ja, ich überlege gerade, was ich abwerfe für die Pilze hier. Hier sind nämlich noch zwei mehr. Hier ein verbranntes Zahnrad, das hast du doch was? Noch oder so. Hier. Her damit! Verkohltes Zahnrad, das ist mit einem Top. Jetzt hat Janis den Pilz, dann kann ich ihm auch die anderen Pilze zuschmeißen. Ja, Hauptsache wir haben sie. Abgefuckt, ja. Oh, ich habe einen. Fuck. Ich hab Pilz gegessen. Eine Zwergenbase! Das ist eine Zwergenbase. Da laufen Zwerge rum, die sind aber freundlich, also bitte nicht angreifen.
Weil wenn wir die angegriffen haben, dann greifen die uns an. Und wie ihr gesehen habt, sind die ganz schön stark. Da. Mega Schurke. Ich hätte gerne so ein schönes, kühles Bad. Eine lebende Person, was? Das ist mal was anderes. Bist du Freund oder Feind? Natürlich sind wir Freund. Und hier in den Kisten ist eigentlich auch wertvoller Loot, aber wenn wir das kaputt machen, dann rasten die aus. Und solange sie nicht wütend auf uns sind, kämpfen die für uns. Was ist das denn? Hä? Ein Ward. Ein Ward. Ach, das Ding hier, der Wächterstein. Das ist, damit ich hier nicht bauen kann, zum Beispiel. Also man kann, wenn da ein Wächterstein steht, nichts in der Nähe bauen und ist sozusagen deren geschütztes Gebiet. Damit du nicht einfach hier eine Base reinbaust bei denen, ist ja langweilig. Da ist noch eine Valkyre. Ja, safe. Ja, wollen wir mitnehmen? Mhm. Na, treffe ich? Ach, das wird nie was. Ja, ich sowieso nicht mit dem Anfängerbogen. Nee. Skill. Oh, na, war nicht ja, nicht schlecht. Warte, die Bogenschützen hier noch. Ah ja, stimmt. Los, gönn ja. Gönni. Okay, ist einfach weg. Ja, ja, bei mir auch. Bei mir auch. Die Valkyrie ist über uns, weg. Da ist sie. Hier ist sie. Oh, mach nochmal ein Energieschild. Ich seh nix. Mach nochmal schnell ein Energieschild. Ja, Treffer, sie kommt. Achso. Sie kommt, sie kommt. Stirb! Cool, ich werde angegriffen. Ja. Energieschild brauchst du? Ich sehe nix. Nee, 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 nicht in Nahkampf gehen, nicht in Nahkampf gehen, nicht in Nahkampf. Kannst du gleich vergessen bei der. So. Ah, da ist sie, jetzt sehe ich sie auch. Oh Mann, ey, ist das nervig. Wenn ihr das nicht richtig spielen könnt, ist das irgendwie doof. Aber naja, was soll's. Sie hält nur Zahlen und dann ist immer irgendwas. Ja, und dann bist du tot. Vielen Dank für dich. Ja, ach, meistens schon. Geiles Spiel. Na ja, das hast du Spaß. total viel Spaß. Es bockt ja richtig. Ja. Ich habe ja voll die Chance. Oh Mann. Ja, hier liegen Beine. Ja, das sind Trophäe. Marksman Trophy, ja. Fuck, warum sind denn die Beine die Trophäe, hä? Das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Ja, weiß ich nicht, wohin wollen wir eigentlich? Weil, wir haben ja jetzt schon... Also ich sehe hier noch 3 Spawner. Ja, also die können wir natürlich zerstören, aber wenn wir da nicht hingehen, dann bringt das ja nichts. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ansonsten also, Richtung Süden weiter zum Boss. Du willst zum Boss? Den Boss können wir nicht besiegen. Ja, den... Nein, ich weiß. Außerdem passt das zeitlich hier auch gar nicht wahrscheinlich mehr mit Janus und so. Nee, nee. Einfach nur schon mal ein bisschen den Weg vorbereiten. Ach so, ich hab schon einen Boss-Spot. Den kann ich euch zeigen. Ach so. Ich hab schon einen Boss-Spot zufällig gefunden. Attacke. Direkt als ich da war, habe ich zufällig exakt direkt... bin ich neben einem gewesen. Da habe ich meine Base auch gehabt. Aber wollen wir zurück, oder wie? Zufällig exakt direkt. Ja. Zufällig exakt direkt daneben. Mhm. Ist doch richtig, oder nicht? Ja, ja, ist es auch. Aber es ist trotzdem so gut verquer. Da ist ein Scharfschütze. Guck dir meinen Scharfschützenschuss an. Ah. Verdammt. Irgendwie ist auch noch getroffen. Ja, aber nicht direkt. Aua. Energieschild. Ja, das ist die ganze Zeit am Brennen, aber viel ist gar kein Leben. Ja, morgen! Ja. Ich wollte gerade sagen, das Geräusch war doch, dass morgen hier in der Nähe ist, ne? Ja. Oh! Ach, da ist dein Schwert macht ja übel Schaden bei dem. Hätte ich nicht gedacht. Aber pass auf, wegen Leben und wegen Energieschild. Sie. Ja, bisher ist noch gut, der hat mich nicht getroffen. Ja, einmal hat er dich getroffen, deswegen ist dein Energieschild explodiert. Ich sehe den Lebensbalken von dem Ding nicht. Ah. Hat halbes Leben nur noch. Ist auf Hälfte. Ja. Ein Blob, ja. Da ist ein Blob. Blobby die. Komm, Alter, ich baller mir jetzt einen Magietrank, jetzt reicht's. Reicht's mir langsam! Um der jetzt dauern. Hier kann Bandmaß noch nach Meter lang ist! So, sehr gut. Down.
Da ist noch. Endlich ist der Morgan. Endlich ist der Morgan Freeman. Ist so. Ich befreit. Alter. So. An dem Viech macht Frost aber extrem Schaden. Ja, ne, ja, macht ja auch Sinn. Das sind Feuervieh, die kriegen immer extra Damage von Feuer, von Frost. Naja, ist. Naja, eigentlich macht es keinen Sinn, wenn es Lava ist, aber gut. Ah, theoretisch wird er da ja zu Stein, ne? Vorsicht. Die Säule ist weggefällt. Ey, die fliegt noch. Da fliegt noch was. Ja, die kracht jetzt ein. Ah ja, stimmt. Oh, mein Energieschild ist ausgelaufen. Das ist auch selten. Das stimmt. Das passiert mir auch so gut wie die. Zumindest nicht in den Ashlands. Zwei Blobs schon wieder hinter Blobs. Euch. Ja, wir können sie auch einfach in die Luft jagen lassen. Lass sie neben dir landen und spring schnell weg. Ja. Also auf meinem Screen waren die gerade direkt in euch drin, die beiden. Und ja, bei mir auch. Explodiert. Also die explodieren noch nicht immer, aber ich weiß nicht genau, wie sich das verhält. Ey, der steht 3 cm neben einem und schießt Pfeile. Was geht bei ihm? Ja, dreist. Gar keine Ehre. Kein bisschen Ehre in seinem Herzen. Ehre, so ein Untoter mit Ehre. Nee, das ist ja ungerecht. Ja, vom Herz. Oh fuck, ich bin wieder verstorben. Tut mir im Herzen weh, sagt er. Oh, es wird doch gerade dunkel. Herz geschlagen. Ja, dann nix sie weg hier, wa? Ach, geil. Ja, Mann. Oh, ja, hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr hoch. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Hier. Und ich auch nicht. Das rumstehen und warten, bis ja, ne? Springen kann. Also, dass du da so hängst. Was soll denn das? Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt gucken wir erstmal. Oh mein Gott, 1000 Feinde um mich rum, aber nee, ich kann einfach nicht mehr. Der Balken ist auf Null. Kein ja. Bock mehr. Du nicht stell dir vor, du hast noch so einen Bockbalken. Bock. Zum Bock haben. Was für ein Scheißgame. Ich mach jetzt direkt den Loot ins Loch. Ja, ich weiß mal direkt. Loot Runder. Erstmal reparieren. Erstmal reparieren. Vor allem jetzt wird's noch mehr laggy, wenn wir die Loot immer so runterschmeißen. Oh ja, stimmt. Oh Mann, ey. Ja, sehr gut. Theoretisch können wir dann eine Runde pennen gehen und dann nochmal, wollt ihr den Boss-Bot nochmal sehen oder wie? Also beschwören können wir ihn nicht, weil dafür braucht man, ja, alles gut. Braucht man halt diese Glockenfragmente, die wir gefunden haben und die gibt es ja nur in den Festungen, wie ihr festgestellt habt. Und das waren jetzt die ersten beiden Festungen, die ich hier geklatscht habe. So, aber wie auch immer, gute Nacht! Good night! Marmite! Bald darf ich was dreht. So, guten Morgen. Beste. So, aber wir haben auf jeden Fall jetzt die große Kampfsituation hinter uns. Also, wenn ich jetzt euch den Bossbot zeige, oh, laggedy lag. Wenn ich euch jetzt den Bossbot zeige, dann ist es natürlich so, dass wir wieder in die Ashlands gehen. Aber ihr seid ja jetzt geübt. Und ja, der Bossbot ist, wo war der denn nochmal? Hier beim Aschelandeportal. Geht bloß nicht in den Nordpol. Also bitte nicht. Das wäre sehr kritisch. Weil da hat sich wahrscheinlich die Landschaft verändert. Und das heißt, wenn ihr da durchgeht, könntet ihr mitten im Ozean schwimmen. Und wir haben hier auch ein Energieschild. Wie man sieht. Siehst du das Ding, was ich hier hingebaut habe? Das ist ein Schildgenerator. Und der macht um uns so eine Energiekuppel. Kann ich dagegen ballern? Nee, ne? Ich glaube nur... Andersrum sieht man's. Warte. Wenn ich immer so bin und dann so baller. Ja, ja. Junge, what the fuck? Krass. Ja, das ist Schildgenerator. Und was bringt das Ding? Es schützt vor diesen, vor Wettereinflüssen. Zum Beispiel diese Feuerbälle, weil die können auch die Portale zerstören. Und es schützt auch im Kampf. Also wenn Feinde dagegen ballern, dann verliert sozusagen das Ding ihr Leben. Das muss man mit Knochen füllen. Und dann baut sich das sozusagen ab. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel kämpfen, ich kann es ja mal zeigen. Vielleicht haben wir hier gerade irgendwo einen Feind. Was brauchst du? Nö, hier ist kein Feind. Das hier ist der Spot. Gott sei Dank habe ich mir eine Glocke mitgebracht. Ja, man braucht 3. Verdammt. Ja, du siehst diese Dinger hier, da kommen die Glocken dran.
Glockenträger. Ah. Und dann kommt die Emerald-Flamme. Genau. Deswegen sind die Warlocks so stark, weil die auch grünes Feuer benutzen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, der Boss hier ist nochmal... Also die Queen war ja schon nicht ohne, wenn du, wie du dich erinnerst. Aber das hier ist schon hart. Leute, um ihn zu loben. Loben? Ist der Finger oben? Flamme geloben. Gelobe der Flamme deine Treue. Ja. Wenn der Finger oben ist. Ja. Ich soll mal dazu erwähnen. Nice. Oh, ich hab's doch gerade geschafft. Ja, perfekt, ich bin oben. Ich bin jetzt die Glocke. I'm the one who blows. Alter. I'm the one who builds. Oh, nee. Ja. Ja, aber das hier wäre dann vielleicht was für irgendwann anders. Keine Ahnung. Der nächste 100er wird ja Folge 1000 sein. Aber da habe ich natürlich was anderes geplant. Was sehr ganz gut. Besonderes natürlich. Aber dazu verrate ich noch nichts. Hier ist die Felderbase. Ab geht's. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag. Ja, hier. Und da wollte ich mal gucken, ob die sich jetzt entwickelt haben. Das dauert einen Moment, weil ich habe die auch von der Gegenseite hier wachsen lassen. Ja, es funktioniert! Ach, das ist ja nice. Das ist ja doppelt so viel dann. Ja, genau. Aber das dauert immer einen Moment, bis die wachsen. Wie du auf der anderen Seite siehst, da ist es schon hochgewachsen. Ne? Und das passiert auf der Seite dann genauso. Da hast du doppelt gemoppelt. Und dann hast du hier Weintrauben. Zack. Und das ist sozusagen geil, die neue Superbeere, wenn du so willst. Voll geil, ne? Und das hier habe ich auch gebaut, das sind alles Honigdinger. Weil dann kannst du die unten so einfach E drücken. Und dann kannst du hier oben lang gehen und da ist den ganzen Honig zum Einsammeln. Das ist übel satisfying. Oh, oder du kannst auch so gehen und drückst einfach E. So eine Honigbahn habe ich gebaut. Aber ich habe so viel Honig. Das war voll unnötig. Nicht ehrlich. Aber du hast genug Ressourcen haben, Raul. Man kann nie genug Ressourcen haben. Ja, ich habe ja schon einen Speicher deswegen geholt. Alles, was im Lager zu viel ist, kommt in den Speicher. Ey, hier sind ja Lochse. Ja, wir sind auch hier in den Ebenen. Ja, dann lasst du irgendwas rum, ne? Siehst du diese beiden Flöcke, die ich hier in den Boden gemacht habe? Das ist die Ländergrenze. Also hier sind die Ebenen und hier ist das Grasland. Weil zum Beispiel Weizen und Flachs kann man nur auf Ebenen anbauen. Deswegen habe ich hier die perfekte Stelle gefunden. Das Einzige, was nervt, ist natürlich, dass es abschüssig ist. Ich will die Lochse killen. Vorsicht, da ist ein Dreistling hinter dir. Oh, Todesvideos, Alter. Ja, die Ebenen, ne? Tschüss. Sind die Lochse jetzt noch stark für einen? Ja. Also es geht. Aber solltest du dich nicht treffen lassen. Du kannst ja mit Steuerung... mit Rechtsklick Leertaste immer ausweichen. Ich glaube, der hat Frostresistenz, weil er Fell hat. Und hat Feuer auch. Extra Damage, weil er Fell hat. Ist der jetzt Aggro hier? Nö, der lässt mich in Ruhe. Ja, der ist gelb. Siehst du das gelbe Zeichen? Das heißt, er hat Attention, aber noch keine Aggro. Und rotes Ausrufezeichen ist Aggro. Jetzt hat er Aggro. Ausrufezeichen. Weil er gesehen hat, dass ich sein Bay angegriffen habe. Ja. Tut mir leid, Lox, aber das bedeutet, dass du jetzt leider auch zu leckerem... Du lässt Ungerechtigkeiten nicht zu? Da wirst du schon sehen, was du davon hast. Immer diese Gutmenschen. Dann kriegst du jetzt die Ungerechtigkeiten. Du kommst heute Abend in die Suppe. Oh Mann. Geil. Ist auch immer damit drohen, ihn zu essen. Eine Trophäe, sehr schön. Ja. Lox-Trophäe. Aber Loxe müssen wir gar nicht killen, weil die züchtigen auch. Da kann ich ja nachproduzieren, so viel ich will. Aber ja. Wir wollten die einfach nur so töten, weil sie da waren. Ja, genau. Aus Spaß. So, hier Ozean-Base. Ozean, hier. Stimmt, da sind wir auch mit dem Schiff unterwegs gewesen und dann haben wir eine Seeschlange gesehen. Ich erinnere mich. Ja, und das fand ich einen geilen Spot, weil so eine Insel mitten umgeben von Ozean, also mitten im Ozean, fand ich voll geil. Die Welle schwappt über. Oh geil, ja, Mann. Ja, und da hinten nur so ein bisschen Sumpfbiom. Seht ihr das? Diesen Baum und diese
Untoten. Aber ja, und hier ist sozusagen dann die Stelle, wo ich das Schiff kaputt machen kann und die Sachen sinken nicht auf dem Grund, ne? Sozusagen, das war die Idee. Und das ist halt der Leuchtturm. Da kann man natürlich auch reingehen und nach oben. Auch so mitten im Ozean, geil. Ja. Und diese Treppe hier habe ich übrigens gebaut kurz vor den Mistlands. Jetzt gibt es ja Wendeltreppen. Und ich habe die noch eckig gebaut. Das ist umständlich. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Entwickler von Valheim. Ja, hier habe ich überlegt, Glas zwischenzumachen, aber das wäre nicht nur zu teuer, ach, sondern geil. Geht auch nicht. Und hier habe ich Holz. Dieses Leuchtfeuer hier, ist das ein Objekt? Ja. Das ist ja geil. Das kann man bauen. Das ist wie das große Lagerfeuer. Ist richtig geil. Richtig geil wäre, wenn das Leuchtfeuer, das hatte ich mir überlegt, die Eigenschaft hat, dass sie, du kennst das grüne Licht von den Festungen, das sieht man ja auch über sehr weite Distanz, dass nur dieses Feuer das auch hätte. Weil es heißt ja auch Leuchtfeuer, aber hat es nicht. Frag mich nicht warum. Also ich finde es irgendwie ein bisschen wasted, weil was soll das Feuer dann? Dann hätte man es auch einfach Osterfeuer nennen können. Ach ja, und ich musste ja noch einen Dingens bauen, ne? Hier so ein Horn der Feierlichkeiten. Die Zeit muss sein. Perfekt. Ja, das war der. Er hat es auch direkt ausgerüstet. Ja. Wirf es ihm zu, er ist einfach gefangen und direkt in der Hand. Ein Kenner. Ist auch so direkt trinkbereit in der Hand. Vor allem jetzt auch so mit diesem, wie er damit läuft, so hinterherläuft, so. Ja. Ey, hier, Bimmel. Stamina-Med, Heil-Med. Stamina. Hab ich auch gerade dran gedacht. Waka, ey. So, und den Tasty-Med, der wird behalten. Geh weg, Plüschi, ich muss in die Wanne. Ja, ne? Das haben wir jetzt sieht verdient. Wirklich so lustig aus, wie er so läuft. So. Ja. Weil wenn du die Sicht drehst, so, dann läufst du mit dem Ding hier so hoch, so, warte. Ja. Noch ranzoomen, noch ein bisschen ranzoomen. Nein. Ich brauch Med. Ach scheiße, da wird er durchsichtig. Das hast du Med gesehen? Hast du Med gesehen? Ich brauch Med. Hier oben, ich hab doch hier oben noch Med gesehen. Schnell, Leute. Wie ist nochmal die Taste für Trinken? Einfach klicken. Linksklick. Aber brauchst Med. Das finde ich. Du brauchst Med. Das war bei. Ja, ich hab Med. Ja, Let's go! Ja, Med. Sehr gut. Stimmt, du hast jetzt die Krone gar nicht mehr. Hauptsache so. Die kann man auch nur im Frühling bauen, leider. So. Ja, dann. Oder wollen wir erst in die Sauna? Erst in der Sauna chillen und dann in der Wanne? Oh, ist auch geil. Ja. Das machen wir noch, komm. Ah. Ich habe hier auch überall Fälle hingelegt, damit schön flauschig ist. Vor allem ist es eigentlich in der Sauna übel schlecht. Wer will das Kettling diesmal? Aber irgendwer legt sich jetzt hin. Ach so, es ist reserviert. Nee, doch nicht. Ah. Du hast jetzt einfach mit X dich hingesetzt, ne? Oh. Mhm. Weil ich kann da. Weil ich hab das schiebt mich einfach weg. Ah. Oh, das ging aber fix, du. Oh. Ich will weiter nach oben. So. Nee, mit X macht man das, ne? Nee, warte. Perfekt, nee, Junge, perfekt. Schlafen kannst du nicht. Achso, das willst du. Ah. Tiefenentspannt, Jungs. Das haben wir uns verdient. Mhm. Schön schwitzen. Noch einmal aufgießen. Ist so. Noch einmal aufgießen. Oh. Oh ja, ich gieße auch noch mal einmal auf hier. Ja. Go! Das besoffenes Goldbrillen immer. Oh. So, und jetzt haben wir. Ich glaube, ich muss kurz. Körper! Knack! Wir haben eine dicke Belagerung gemacht. Wir haben zwei Festungen belagert. Das war super geil. Ihr habt außerdem die Ashlands gesehen und meine neue Base. Und mit allem Drum und Dran. Und dann weiß ich nicht genau, wann wir uns wiedersehen werden. Ich habe zwar schon einige Pläne, wie das mit Folge 1000 werden soll. Da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Und euch verrate ich dann, wenn es soweit ist, was ich vorhabe. Aber auf jeden Fall werdet ihr dort wohl irgendwie mit involviert sein.
mit ziemlicher Sicherheit. Und ja, war mega geil. Hab voll Bock gemacht. Vielen Dank. Auf jeden. Skull! So, ja, dann der Skull. Hau rein. Und noch ein. Achso, ich muss über 5 Sekunden warten. Nochmal. Vor allem, ich habe keinen mehr und dann steht links oben, you are dry again. Schon passt wieder doch trocken. Einfach, es nee. Passt doch einfach das dazu. Herrlich. Oh, nochmal ein bisschen Met geschnabuliert. Und noch ein hinter. Einer geht noch. Ist ein frisches Medi. Geil. Oh, die 5 Sekunden warten, ich will gefälligst auf Ex saufen. Voll geil. Oh, hier, da wie viel Met hier auch in diese Wanne läuft. Die Hälfte ist ja schon Met mittlerweile. Met. Ja? Das ist kein Wasser. Das ist kein Wasser, das ist Met. Wir baden doch in Met, darum geht's doch. So wie viel's ekelhaft. Oh, ist das ein Ausdauertrank? Oh, das war der Ausdauertrank, Janus. Den hast du wohl noch dabei, wa? Oh, stimmt, Wade. Ja, der war dabei. Jetzt ist er auch weg. Jetzt habe ich alles weggesoffen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und lasst gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.